Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag, liebe Gäste, heiße herzlich willkommen hier im Fraktionssitzungssaal der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu einer Tagung, die wir deswegen heute machen, weil am 15. Mai vor 125 Jahren Papst Leo XIII. Seine Sozialenzyklika, die erste Sozialenzyklika, Rerum Novarum, veröffentlicht hat. Jetzt geht es natürlich einer Bundestagsfraktion, die aktuelle Politik gestalten will, nicht nur einfach darum, ein historisches Ereignis zu gedenken, sondern Rerum Novarum ist ja der Beginn einer ganzen Geschichte von Sozialenzykliken der Päpste bis zum heutigen Tag. Und gleichzeitig will ich erwähnen, natürlich die sozialen Denkschriften der evangelischen Kirche in Deutschland. Sie alle waren und sind Pfadfinderinnen, Leitplanken, Wegweiser für das, was christlich-demokratische und christlich-soziale Politikerinnen und Politiker in Deutschland versucht haben, in konkretes politisches Handeln, in konkrete politische Gesetzgebung umzusetzen. Wenn Sie sich die Geschichte der Sozialgesetzgebung der Weimarer Republik wie der Bundesrepublik Deutschland anschauen, dann finden Sie in vielem wiedergespiegelt das, was in der Soziallehre der Kirchen grundgelegt worden ist. Denke nur an so Prinzipien der Personalität, der Solidarität oder Subsidiarität. Das Subsidiaritätsprinzip ja in der Sozialgesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland wie der Weimarer Zeit ausdrücklich auch benannt und ausformuliert. Und natürlich gilt für die Zukunft die Frage, die wir uns als Politikerinnen und Politiker selber stellen, die aber auch öffentlich diskutiert wird: Hat denn das, was in der Soziallehre der christlichen Kirchen grundgelegt ist, auch für das, was wir heute und in Zukunft machen, eine Bedeutung? Rerum Novarum, eine Sozialenzyklika, die am Beginn der Industrialisierung stand oder auf die Arbeiterfrage, die ausgelöst wurde durch die Industrialisierung in Europa, versucht hat, eine Antwort aus dem christlichen Glauben herauszugeben. Stehen wir vielleicht vor der nächsten Revolution, der digitalen Revolution, und ist für die digitale Zukunft das, was in der christlichen Soziallehre grundgelegt ist, noch eine Antwort oder spielt das überhaupt keine Rolle mehr? Also der heutige Tag soll nicht nur dazu dienen, Rückschau zu halten, ein historisches Datum zu bedenken, sondern die Frage miteinander zu diskutieren, welche Bedeutung hat die Soziallehre der Kirchen für die zukünftige Gestaltung unserer Gesellschaft, unseres Wirtschaftslebens und natürlich auch konkret der Sozialpolitik in Deutschland, in Europa und auch weltweit. Und ich freue mich sehr, dass wir eine Persönlichkeit haben gewinnen können, die fast ihr gesamtes berufliches Leben sich mit dieser Themenstellung beschäftigt hat, als Leiter der Kommende, als Professor, als Bischof und heute als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz. Ich freue mich sehr, dass Sie, Eminenz Kardinal Marx, bereit sind, heute aus Ihrem reichen Fundus wissenschaftlicher Befassung mit der katholischen Soziallehre uns teilhaben zu lassen. Herzlich willkommen als Referent des heutigen Nachmittags. Ich freue mich auch sehr, dass Kardinal Marx sich bereit erklärt hat, anschließend noch in einer kleinen Gesprächsrunde einige Themen zu vertiefen. Eine Gesprächsrunde, die Frau Samrotzki als Journalistin moderieren wird. Und bei der Zusammenstellung dieser Gesprächsrunde war es uns wichtig, dass diejenigen, die auch im gesellschaftlichen Bereich wichtige Akteure der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik, der Tarifpolitik sind, mit zu Wort kommen. Und es war uns auch wichtig, dass das jetzt wegen Rerum Novarum keine katholische Veranstaltung ist, sondern die Union, gegründet von engagierten Katholikinnen und Katholiken und genauso von engagierten Protestantinnen und Protestanten, natürlich auch unsere Brüder und Schwestern aus der evangelischen Kirche zu Wort kommen. Und deswegen freue ich mich sehr,
dass diese beiden Sozialpartner von evangelischen Christinnen und Christen repräsentiert werden, nämlich einmal von Elke Hanack, der stellvertretenden Bundesvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes, und zum Zweiten ebenso herzlich willkommen Herr Dr. Peter Barenstein, der sozusagen eine doppelte Funktion hat. Er ist evangelischer Christ und er ist Vorsitzender des Arbeitskreises evangelischer Unternehmer und wird deswegen sozusagen beide Aspekte heute hier bei uns im Podiumsgespräch vertreten. Herzlich willkommen, Herr Dr. Barenstein. Dann haben wir die Ministerpräsidentin des Saarlandes, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, eingeladen als Repräsentantin aus dem Präsidium der CDU und gleichzeitig Mitglied des Zentralkomitees der Katholiken. Leider musste sie uns heute Morgen absagen wegen einer familiären Situation, die für sie schwierig ist. Und da haben wir auch großes Verständnis, weil die Sorge um die eigene Mutter selbstverständlich vorgeht. Aber wir haben dann ein weiteres Präsidiumsmitglied, was Ihnen sicherlich bekannt ist, aus dem Unionspräsidium gewinnen können, nämlich den Vorsitzenden der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft, Karl-Josef Laumann. Der wird noch erscheinen und er ist ja sozusagen, ja, ich will es noch schon ankündigen, damit Sie wissen, wer da nachher vorne sitzt. Und der Karl-Josef Laumann ist natürlich als Bundesvorsitzender der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft sozusagen auch der oberste Hüter der Soziallehre innerhalb der Union. Und von daher richtig an diesem Platz, er wird nachher noch zu uns kommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie gekommen sind. Ich weiß, dass auch viele Vertreterinnen und Vertreter, Repräsentanten kirchlicher Verbände, vor allem der Sozialverbände, heute hier mit anwesend sind. Sie leben ja aus der kirchlichen Soziallehre mit Ihrer Aktivität. Sie sind auch wichtige Impulsgeber für das politische Leben. Herzlichen Dank, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Und ich freue mich sehr, dass dieser Kongress eröffnet wird von unserem Fraktionsvorsitzenden Volker Kauder, dem ich auch herzlich danke, dass er es möglich gemacht hat. Es ist ein Fraktionskongress, dass wir uns heute hier von der CDU-CSU eingeladen zusammenfinden könnten. Vielen Dank, lieber Volker. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe schon eingangs gesagt, es soll dies nicht nur ein Tag sein, an dem wir Rückschau halten auf die Frage, wie hat die Soziallehre der Kirchen das gesellschaftliche, das politische, das wirtschaftliche, das soziale Leben unseres Landes mitgeprägt, die soziale Gesetzgebung beeinflusst, sondern vor allen Dingen auch den Blick nach vorn wagen. Was kann das für eine Unionsfraktion, für uns als Abgeordnete, was kann das für eine Partei und ihre Programmatik, was kann das für die gesellschaftliche Debatte auch für die Zukunft bedeuten? Und freue mich, dass wir das heute miteinander diskutieren können. Noch einmal herzlich willkommen und das Wort hat jetzt unser Fraktionsvorsitzender Volker Kauder. Vielen Dank. Lieber Peter Weiß, sehr geehrter Kardinal Marx, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie auch recht herzlich, die Kolleginnen und Kollegen. Mancher kann noch nicht da sein, weil er noch auf der Anreise ist oder schon erste Gespräche stattfinden über wichtige Fragen, die wir in dieser Woche entscheiden. Aber ich freue mich, dass der erste Abgeordnete in unserem Bundestag, nämlich Norbert Lammert, heute hier ist, der Präsident des Deutschen Bundestages. Lieber Norbert, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Ich sage einen herzlichen Dank an Peter Weiß, der diese Veranstaltung vorbereitet hat und uns alle, die wir so im normalen täglichen Geschäft sind, mit seiner Anfrage überhaupt darauf hingewiesen hat, dass wir ein Jubiläum haben mit einer Verlautbarung des Papstes, 125 Jahre. Für alle, die in der Sozialpolitik aktiv sind, ist dies etwas Außergewöhnliches, weil wir natürlich glauben, ich war auch lange Zeit in der Sozialpolitik und Arbeit aktiv, als ob es erst gestern gewesen wäre. Rerum novarum hat sich so bei uns eingebrannt, dass man gar nicht glauben kann, dass es schon vor 125 Jahren war.
Natürlich werden wir heute in die Zukunft schauen, aber ein paar wenige Anmerkungen über die Bedeutung dieses Textes und vor allem darüber, was die katholische Kirche in diesem Bereich geleistet hat. Heute käme ja kaum wohl oder käme nur noch wenige auf die Idee, bei einer großen gesellschaftlichen Herausforderung zunächst einmal die Kirchen zu fragen, habt ihr uns eine Antwort? Sondern es würden politische Diskussionen stattfinden, so wie sie auch heute stattfinden. Und bei Rerum Novarum war etwas ganz Neues, was ich glaube auch in unserer heutigen Zeit für uns noch einmal hilfreich sein könnte. Nur insoweit, finde ich, soll ich als aktiver Politiker zurückschauen, was war das Neue? Die Wirklichkeit war bekannt. Durch die Industrialisierung entstand eine Umwälzung in der Gesellschaft und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hatten auf einmal mit einer Situation zu kämpfen, die die eigentlich vorher agrarstrukturierte Gesellschaft so gar nicht kannte. Die Menschen waren auf sich geworfen, ohne dass sie eine Möglichkeit hatten, ihr Leben anders zu gestalten, als sich in der Arbeit aufzureiben. Und die Unternehmen wussten mit dieser neuen Situation auch nicht viel anzufangen. Sie haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Werkzeuge betrachtet, um in ihren Fabriken voranzukommen. Und die Politik hat versucht, mit dem ein oder anderen gesetzlichen Akt, Sozialversicherungen, ein das andere mehr zu machen, aber das Grundproblem wurde damit nicht angepackt. Und was war nun das Entscheidende? Das Entscheidende war, dass mit dieser Enzyklika auf die Wirklichkeit geschaut worden ist, nicht mit politischen Instrumenten, sondern mit einer einzigen Aussage, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist. Und dass der Mensch in den Mittelpunkt gestellt werden muss und ihn nicht als Werkzeug zu betrachten. Und durch dieses Betrachten des Menschen als etwas Außergewöhnliches, Einzigartiges und auch Ebenbild Gottes wurde dann erst, so ist es damals von Papst Leo nicht formuliert worden, aber so war es gemeint, Sozialpartnerschaft möglich. Dass auf gleiche Ebene der arbeitende Mensch und die Unternehmer und Unternehmen gestellt wurden. Und zugleich wurde damit etwas deutlich, was in unserer Betrachtung, gesellschaftspolitischen Betrachtung, immer mehr in den Hintergrund gerückt ist. Und was Papst Benedikt in seiner bemerkenswerten Rede 2011 vor dem Deutschen Bundestag zentral in den Mittelpunkt gerückt hat, nämlich das Naturrecht. Dass es etwas gibt, was im Menschen angelegt ist, was über dem positiven Gesetz steht. Und dieses Naturrecht sagt, dass eben nicht alles nur mit positiven Gesetzen geklärt werden kann. Und der Hinweis auf das Naturrecht zeigt auch, dass die ständige Relativierung von Werten in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert werden kann. Oder wie Benedikt damals formuliert hat, aus dem Naturrecht heraus müssen die positiven Gesetze entstehen. Damals haben einige nach der Rede von Benedikt im Bundestag gesagt, jetzt kommt die katholische Scharia.
Ich erinnere mich noch sehr gut an die Diskussionen danach. Ich habe dann relativ wenig dazu gesagt, weil ich gedacht habe, wie dumm kann man eigentlich sein, um einen solchen Satz von der katholischen Scharia zu sagen, zu dem das Naturrecht keine katholische Einrichtung ist, sondern eine philosophisch begründete, die eben nicht nur in der katholischen Kirche ist. Radbruch hat mit dem Naturrecht argumentiert auf die unsäglichen Verbrechen im Dritten Reich und den Satz gesagt hat, auf den einen Aussage von dem einen oder anderen im Dritten Reich, was damals Recht war, kann doch nicht Unrecht sein, hat er gesagt, es war eben nicht Recht nach dem Naturrecht, denn es hat gegen das verstoßen, was dem Menschen immanent ist. Und deswegen, glaube ich, sollten wir uns mal wieder auch darauf berufen, dass christliches Menschenbild, Naturrecht, von uns Reaktionen verlangt, die nicht beliebig sein können, sondern die sich daran zu orientieren haben, was Würde des Menschen ausmacht. Und das war das Neue, finde ich, an dieser Sozialenzyklika, dieses noch einmal klar und deutlich herauszuarbeiten. Und heute stehen wir wieder vor enormen Herausforderungen. Wenn ich nur beispielsweise an die Diskussion um die Flüchtlinge denke, die uns alle schwer beschäftigt. Und wenn ich da den Maßstab von Rerum Novarum anlege, kann nicht jede Aussage, die aus dem politischen Bereich kommt, als richtig angesehen werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nicht jede Aussage kann dann als richtig angesehen werden. Und ich würde mir wünschen, dass wir auf diese große Herausforderung, diese neue Herausforderung auch eine Antwort im Sinne Rerum Novarum bekommen. Wir haben sie zum Teil bekommen. Manchem guten Katholik muss ich in der Diskussion um die Flüchtlingsfrage sagen, als Protestant, hört mal auf unseren Papst. Dann wisst ihr, was in der ein oder anderen Frage notwendig und geboten ist, meine sehr verehrten Damen und Herren. Aber neue Dinge kommen in einer rasanten Geschwindigkeit auf uns zu. Peter Weiß hat die Digitalisierung angesprochen, die demografische Entwicklung. All dies sind Herausforderungen, auf die wir eben nicht immer nur relativierte Antworten im Sinne einer positivistischen Gesetzgebung geben dürfen, sondern wo wir auch etwas tiefer schauen müssen. Einer, der so tiefer schaut und uns auch immer wieder vorhält, was notwendig ist, ist Kardinal Marx. Und dies nicht erst, seitdem er in seiner Funktion als Vorsitzender der Bischofskonferenz schon früher in vielen Erklärungen und Verlautbarungen hat er Hinweise gegeben, was zu erwarten ist. Mancher war dann der Meinung, die Kirchen dürfen sich nicht so intensiv in die Politik einmischen. Ich habe vom Kardinal Marx nun noch nie gehört, dass er sich in einer konkreten Frage dahingehend geäußert hat, das sei der Wille Gottes. Habe ich von ihm noch gar nie gehört. Aber bei den zentralen Fragen, wo es darum geht, den Mensch anzusprechen und von der Politik einzufordern, dies auch so zu regeln, hat die Kirche nicht nur ein Recht, sondern geradezu eine Pflicht, die Dinge so anzusprechen, wie sie es sieht. Und wenn es für uns ein Ärgernis ist in der Politik, dann müssen wir sagen, dann hat es ja wohl auch richtig getroffen. Und deswegen
finde ich es in Ordnung und ich höre gerne auf den Rat. Nicht immer lässt sich in einem säkularen Staat alles hundertprozentig umsetzen. Aber wir haben beispielsweise in der Frage der Sterbehilfe, dem Verbot der Sterbehilfe, eine unglaublich gute Beratung aus der katholischen Kirche und auch aus der evangelischen Kirche bekommen, in einem ganz konkreten Vorhaben oder in Fragen des Lebensschutzes. Und diese Hilfe und diese Beratung möchte ich auch nie missen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, in einer Zeit, wo die Säkularisierung immer weiter voranschreitet und mancher glaubt, die Kirchen seien dafür da, bestimmte Dienstleistungen für persönliche Erlebnisse zu bieten, von der Hochzeit bis zu vielen anderen, da sollen doch die Pfarrer mal kommen, sollen da ein bisschen mal da das Ding schön machen und dann gehen wir wieder. In einer solchen Zeit, glaube ich schon, ist es wieder notwendig, dass die Kirche sich nicht als die bessere Politik versteht, aber dass die Kirche schon deutlich macht und gerade die katholische Kirche deutlich macht, dass sie von dem, was entscheidend für unsere politische und gesellschaftliche Arbeit ist, wirklich viel, wenn nicht alles versteht. Der Mensch als Ebenbild Gottes mit seiner unverwechselbaren, einzigartigen Würde. Und dies gilt damals bei Rerum Novarum, den Menschen seiner Würde zu sehen und nicht einfach als Objekt von Sozialpolitik. Und das gilt genauso gut auch heute in unserer Gesellschaft. Und wenn der ein oder andere meint, abschotten ist alles und es darf niemand zu uns kommen, kann ich nur sagen, das Evangelium ist eine unglaubliche Herausforderung. Es war damals die Umwertung aller Werte in der damaligen Zeit. Und der unglaubliche Satz, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, hat ein neues Bild von Gott und für den Einzelnen geschaffen. Und dort heißt es nicht, derjenige kommt zum Vater durch mich, der reich ist, der schön ist, der gesund ist, sondern niemand und alle durch mich. Und wir tragen nicht nur eine Verantwortung für das, was in unserem Land passiert, sondern wir sind nicht nur Christen in Deutschland, sondern wir sind Christen. Und deswegen haben wir bestimmte Verpflichtungen. Und Rerum Novarum, 125 Jahre danach, erinnert uns daran ausdrücklich und eindrücklich, aber nur dann, wenn wir uns auch wieder neu anrühren lassen. Herzlichen Dank. Und jetzt, Herr Kardinal. Herr Präsident Lammert, Herr Kauder, Herr Weiß, liebe Abgeordnete, meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können sich vorstellen, dass ein Bischof viele Einladungen bekommt, gerade auch in dem Amt, in dem ich mich jetzt befinde. Aber diese Einladung habe ich dann doch herausgenommen und gesagt, aus einer wirklich herzlichen Verbundenheit zu allem, was die Arbeitnehmerbewegung betrifft, gehe ich dahin. Auch aus Dank dafür, dass die Arbeitnehmergruppe, das gilt auch für andere Gruppen, Gewerkschaften, Betriebsräte, die Soziallehre der Kirche immer wieder positiv aufgegriffen haben und sie zu einer Richtschnur ihres Handelns gemacht haben. Und das liegt mir sehr am Herzen, wie wir gerade gehört haben in der Einführung. Und deswegen bin ich dankbar, dass so viele gekommen sind, um sich mit Rerum Novarum, aber Herr Kauder hat das schon sehr deutlich gemacht, eben auch mit den aktuellen Herausforderungen, die sich aus dem Impuls der katholischen Soziallehre ergeben, heute befassen wollen.
Jede Enzyklika, jede Verkündigung eines Papstes, jede Predigt, auch das, was wir heute sagen, steht in einem bestimmten Zeithorizont. Und natürlich empfinden wir alle die jetzige Zeit als beunruhigend. In jedem Gespräch, das ich führe, auch in dem Vorgespräch eben, oder wenn ich mit Priestern zusammen bin, in den Pfarreien Gespräche führe, gestern mal Mittagessen in der Pfarrei, sofort sind wir bei den Themen, die auch eben angesprochen wurden. Und es ist eine große Beunruhigung, Unsicherheit da. Was wird aus unserem Land? Was wird aus Europa? Ich war am Freitag in Rom auch dabei, als der Papst den Karlspreis bekommen hat. Das hätte ich mir nicht vorstellen können, dass eben die Politiker Europas sagen, Heiliger Vater, gib uns eine Weisung. Da denkt man, die Säkularisierung ist doch noch nicht ganz durchgedrungen überall, sondern die Erwartung, dass hier in dieser etwas desorientierten Welt, die wir ja auch genauso empfinden, eine Stimme da wäre, die jetzt uns noch einmal den Horizont aufreißt und uns aus dem alltäglichen Getriebe den Blick für das große Ganze weist. Denn nur dann können wir Schritte auch im Einzelnen gehen, wenn wir uns nicht verheddern. Dann können wir auch die Forschungsgruppe Wahlen sozusagen beauftragen, ein Parteiprogramm zu machen. Aber das kann nicht sein. Sondern es geht ja darum, zu sagen, was ist langfristig für alle und von der Soziallehre der Kirche her besonders für die Armen und Schwachen zu tun, dass es auch in den nächsten Generationen hält und einen Sinn macht, soweit wir das überschauen können. Wir sind Menschen. Wir können nur versuchen, das Beste aus der jeweiligen Situation zu machen. Aber wir brauchen die Kriterien. Wenn wir uns also hineinversetzen in die Situation von Rerum Novarum 1891, es wurde eben schon gerade genannt, dann ist das, wenn man das überhaupt kann, 125 Jahre sozusagen zurückmarschieren und dann so zu empfinden, wie die Menschen damals empfunden haben, das ist faktisch nicht möglich. Aber wir haben Zeitzeugnisse, wir haben Zeitungsartikel, wir haben Diskussionen, wir können einiges erahnen. Und da sind verschiedene Erkenntnisse, die auch für heute wichtig sind, zu nennen. Das eine ist, es war eine Zeit ungeheuren Aufbruchs, gerade in Deutschland, die Gründerzeit nennt man sie, eine Zeit der Industrialisierung, aber nicht nur zunächst mit den negativen Auswirkungen, sondern mit einem unbändigen Optimismus in Wirtschaft und in Technik, das Leben besser zu machen. Die Naturwissenschaften haben einen Siegeszug angetreten. Und Deutschland war ja mit Vorreiter sozusagen bei den Nobelpreisen in den Naturwissenschaften. Keiner hätte auch nur im Entferntesten in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts so etwas sich vorstellen können wie den Ersten Weltkrieg. Unvorstellbar. Ein solches Drama, eine solche Katastrophe der Vernichtung Europas fast. Sondern es war eine Zeit, wo man dem Menschen sehr viel zugetraut hat. Den technischen, den naturwissenschaftlichen Fähigkeiten. Das können Sie alles in den jeweiligen Büchern nachlesen. Und auf der anderen Seite war doch auch eine große Unsicherheit da. Deswegen weise ich darauf hin, auf gewisse Parallelen, die es nie hundertprozentig gibt, aber die einen bestimmten Erkenntnisgewinn dann haben, wenn man einmal vergleicht. Unsicherheit über den Zusammenhalt einer Gesellschaft. Nicht jetzt im Sinne der Zuwanderung, das war nicht das Thema, sondern eher im Gegenteil. Im 19. Jahrhundert sind ja Millionen Deutsche ausgewandert, zumeist aus Gründen wirtschaftlicher Not. Als Bischof von Trier habe ich das damals dann verfolgen können, die vielen Auswanderergemeinden dann auch noch besucht. Viele Bischöfe aus Brasilien etwa hatten ihre Wurzeln in der Eifel, im Hunsrück, im Saarland, den armen Gebieten und sind im 19. Jahrhundert mit ihren Familien ausgewandert. Und das andere, was auch ein Thema sein wird, was ich kurz anspreche, denke ich, auch die Erfahrung der Instabilität des Landes, wenn wir jetzt von Deutschland ausgehen, das dürfen wir vielleicht einmal tun. Die gerade gegründete Nation war noch nicht gefestigt. Die Frage, ob das überhaupt funktionieren kann,
ob man zusammenhält, war eine große Frage. Und dazu gehört eben die Diskussion um die Ungleichheit in der Gesellschaft, um die Einbeziehung dieser großen Schicht, die damals die Arbeiter allgemein, das Proletariat zum Teil auch genannt wurden. Also um die Einbeziehung, damit in der Lösung dieser sogenannten sozialen Frage auch die Gesellschaft zusammengeführt wird, ein Zusammenführen der Gesellschaft. Und deswegen meine ich, kann man nicht sagen, dass die Kirche diese Frage erfunden hätte, aber zum ersten Mal, und das haben wir eben gehört, reagierte die Kirche im lehramtlichen, in der lehramtlichen Verkündigung auf gesellschaftliche Prozesse in dieser Intensität. Das 19. Jahrhundert ist ja zunächst einmal ein Jahrhundert intensiver Auseinandersetzung des Findens der Gesellschaft nach den großen feudalen Selbstverständlichkeiten, den mittelalterlichen Strukturen, die man hinter sich ließ, musste die Gesellschaft sich neu finden. Was bedeutet Mitbestimmung, Verfassung? All das wurde von der Kirche außerordentlich kritisch gesehen, wie Sie wissen. Selbst die Menschenrechte, die ganze Auseinandersetzung mit der modernen Welt lief zunächst einmal von kirchlicher Seite aus ablehnend, als ein Abfall, als eine negative Entwicklung, die die alte, naturrechtlich gebotene Ordnung in Frage stellte. Man musste langsam bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil lernen, dass Naturrecht nicht einfach, gut, dass Sie darauf hingewiesen haben, Herr Kauder, auf die Rede des Papstes hier im Bundestag, im Reichstag, dass Naturrecht nicht einfach eine Ansammlung von Sätzen ist, die ich für die jeweilige Situation geschichtlich gebunden äußere, sondern grundsätzliche Perspektiven aufruft, menschenrechtliche Perspektiven. Die Verbindung von Naturrecht und Menschenrecht, das hat Jahrzehnte gedauert, bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, dass die Kirche in ihrer Verkündigung das intensiv miteinander verbinden konnte. Johannes Paul II., der die Menschenrechte so oft erwähnt wie kein Papst zuvor, Johannes der 23., war damit angefangen. Und daneben, und das ist das Positive, wir wollen ja heute kein Geschichtsseminar machen, sondern nachher zu den aktuellen Herausforderungen kommen, aber das ist für mich eben auch das Interessante und Wichtige, entwickelt sich dann mit Rerum Novarum zum ersten Mal die Soziallehre der Kirche, die in anderer Weise auf die moderne Welt reagiert. Und deswegen ist das für mich so beispielhaft, auch für das Leben der Kirche insgesamt. Im Grunde ist die Kirche zweispurig gefahren, in einer intensiven Auseinandersetzung mit großer Aversion gegen die moderne Freiheitsbewegung, die ihr erschien als eine Bewegung, wo der Mensch sich emanzipieren will von Gott und vom Naturrecht. Und auf der anderen Seite die sozial-praktische, intensive Verbindung mit den Menschen vor Ort, denn die Kirche lebt ja mit den Menschen. Und zu Recht hat Karl Marx ja in seinen Briefen dann gesagt, vor allen Dingen, wenn wir zu sagen haben, müssen wir auf die roten Pfaffen achten in Rheinland und Westfalen, die die Leute auf ihre Seite ziehen mit ihren sozialen Programmen und mit ihren politischen Parolen. Das hat er gleich erkannt. Die Kirche war also mitten in den gesellschaftlichen Prozessen da. Und so kann man als erstes festhalten, dass die Soziallehre der Kirche nicht einfach aus einem klugen Kopf entsteht im Vatikan, sondern Voraussetzungen hat, und diese Voraussetzungen hängen eng mit der Sozialbewegung zusammen, und deswegen liegt mir die Sozialbewegung so sehr am Herzen. Es gibt keine Soziallehre der Kirche, es gibt keine lehramtliche Verkündigung ohne die Sozialbewegung, ohne sozusagen Grassroots in die Gesellschaft hinein. Und die Veränderung in der Gesellschaft, die Unsicherheit der Arbeitsplätze, die Proletarisierung weiter Gruppen in der Gesellschaft, die Ungleichheit, die Entstehung von Klassen, all das haben die sozusagen die Kapläne und Pfarrer vor Ort ja gemerkt. Sie haben das ja mitgemacht, sind ja mit ihren Leuten in die Großstadt gezogen und haben dort in diesen Arbeitervierteln gewirkt. Ich muss ja die Namen jetzt hier nicht nennen, hier sind viele, die aus der Sozialbewegung kommen und diese Geschichte kennen. Aber für mich ist das deswegen so wichtig, weil ja klar wird, nein, die Kirche kann, wenn sie auf die Menschen zugeht, wenn sie mit den Menschen lebt, eben auch in ihrer Verkündigung nicht einfach anachronistisch neben der Zeit herlaufen, wie es manchmal den Anschein hatte, sondern mitten in der Welt dann aber etwas Kritisches sagen. Nicht einfach mit der Zeit gehen, angepasst,
sondern die Zeichen der Zeit deuten im Licht des Evangeliums und dann deutlich machen, ja, wir akzeptieren eine moderne Gesellschaft, wir akzeptieren eine Wirtschaft, die anders ist als die feudale Wirtschaft, wir akzeptieren die Demokratie, wir freuen uns darüber, aber wir sagen auch, was in diesen gesellschaftlichen Entwicklungen dem widerspricht, was, um Herrn Kauder zu wiederholen, dem Naturrecht entgegensteht, nämlich, dass der Mensch im Mittelpunkt zu stehen hat, alle Institutionen der Wirtschaft, des Staates, aller Gesetzgebung. Der Mensch hat im Mittelpunkt zu stehen. Und was ihm dient, langfristig, nachhaltig, das müssen wir befördern. Das war, denke ich, sehr, sehr wichtig. Und deswegen, das möchte ich einmal als Erinnerung hier festhalten, ist die katholische Soziallehre für mich immer auf drei Säulen aufgebaut. Das eine ist die Soziallehre etwa in den Enzykliken, in den Konzilstexten, im Lehramtlichen, wie wir das im katholischen Bereich sagen. Das andere ist die Sozialwissenschaft, das heißt der Versuch, diese grundsätzlichen Prinzipien dann auch auf die jeweilige Situation anzuwenden, bis hin die Frage eines Sozialgesetzbuches, da mit dabei zu sein, mitzuberaten. Und daraus sind ja die Lehrstühle für Soziallehre entstanden. Der erste Lehrstuhl war in Deutschland, Franz Hitze, dann eben in Münster noch an der staatsrechtlichen Fakultät, nicht an der theologischen, für katholische Soziallehre. Und daraus ist eine ganze neue Fachrichtung der Theologie geworden. Und die dritte Säule ist eben die Sozialbewegung. Und die Soziallehre der Kirche läuft nicht so ab, dass oben die Soziallehre ist, der Papst sagt was, die Sozialprofessoren und Sozialethiker setzen das dann in die jeweilige Situation um und die Sozialbewegung führt es aus. So ist es nicht, sondern auch umgekehrt. Umgekehrt, die Sozialbewegung sieht, hier ist etwas verkehrt. Sozialethiker reflektieren das, bringen das auf den Punkt, reflektieren, was hier an Ungerechtigkeit sichtbar wird. Und die Sozialenzykliken greifen es auf, versuchen es voranzubringen. Ein ganz klassisches Beispiel, ich nenne es nachher noch einmal vielleicht ausführlicher, ist die letzte Sozialenzyklika, denke ich, wir müssen sie als Sozialenzyklika bezeichnen, Laudato Si von Papst Franziskus, wo er genau das tut, wo wir spüren, das geht ineinander. Das sind die drei Wege, die drei Säulen, die aufeinander bezogen sind und deswegen ist die Sozialbewegung absolut notwendig für die Weiterentwicklung der Soziallehre der Kirche. Wenn man also die 125 Jahre anschaut, dann kann man sagen, jedenfalls in der Soziallehre hat die Kirche gezeigt, dass es möglich ist, fruchtbar gemacht werden kann, dass die Kirche konstruktiv, kritisch ihren Weg inmitten der Gesellschaft geht, auch wenn sie nicht alles mitmacht, sie muss nicht allem hinterherlaufen. Wie gesagt, sie braucht nicht die Parteiprogramme nach Stimmungsumfragen zu machen, das brauchen wir nicht, aber wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, wir hätten nicht verstanden, was in der Welt los ist. Es muss reflektiert werden und man kann konstruktiv, kritisch die Stimme erheben und dann wird sie auch gehört, sonst nicht. Das ist uns gerade in der Soziallehre der Kirche geschenkt worden und da können wir einen guten Weg nachzeichnen. Ich sage oft, wir müssen uns für manches schämen in der Geschichte der Kirche, manches bedauern, manches zurücknehmen, auch wenn manche das Gegenteil behaupten. Die Realität ist klar, aber in der Soziallehre der Kirche nichts. Nichts zurücknehmen. Bestimmte zeitbedingte Dinge sind selbstverständlich, das ist klar. Aber die große Linie, die sie von Anfang an hier entfaltet hat, auf die können wir mit Stolz verweisen und sagen, hier war die Kirche näher an den Problemen, näher an der Wirklichkeit, bis in die praktischen Fragen hinein, als in vielen anderen Bereichen. Und deswegen denke ich, ist es gut, daran zu erinnern und die Soziallehre der Kirche und die Entwicklung der Soziallehre auch als Beispiel zu nehmen für den Weg der Kirche in der modernen Gesellschaft. In einem zweiten Teil möchte ich nun Perspektiven der katholischen Soziallehre aus den 125 Jahren sozusagen ausgehend von Rerum Novarum bringen, die besonders von Rerum Novarum angestoßen wurden und die weiter vertieft werden müssen, weiter vertieft wurden, aber heute auch auf der Tagesordnung stehen. Ein erster Punkt ist, ich nenne es immer mit zwei Begriffen, die ergänzend sind oder sich gegenseitig erläutern, Eigentum und Freiheit. Es war für die Leser damals vielleicht schon etwas erstaunlich, dass
Leo der 13. mit dem Thema des Eigentums beginnt, weil es ja um die soziale Frage geht. Und er verteidigt zunächst das Eigentum. Das kann man nur aus der historischen Diskussion verstehen, denn die Diskussion, die seit den 30er, 40er Jahren des 19. Jahrhunderts da war, ging ja vor allem im marxistischen Bereich, kommunistischen, sozialistischen Bereich, die Begriffe waren noch nicht ganz geklärt, in die Richtung, die Aufhebung des Privateigentums ist die Lösung der Probleme. Das heißt, wir müssen grundsätzlich eine ganz andere Gesellschaft, wir brauchen eine ganz andere Organisation, in der das Privateigentum, was die Feindschaft der Menschen untereinander begründet, abgeschafft ist. Ich kann das nur jetzt in einfachen Strichen einmal zeichnen. Und dagegen setzt Leo der 13. und die ganze Soziallehre der Kirche, auch Kettler schon, auf den er ja aufbaut. Er sagt immer, Kettler, der Bischof von Mainz, war einer meiner Vorläufer, der ja schon in den 40er, 50er Jahren dann auch sich intensiv mit Karl Marx beschäftigt hat. Es wäre ein weites Feld. Sie merken, ich muss da aufpassen, nicht in die alte Leidenschaft des Professors wieder hineinzugehen. Aber wichtig ist der Gedanke auch für heute, Eigentum. Das beruht auf der auch naturrechtlichen Erkenntnis Thomas von Aquins, dass der Mensch erst dann frei sein kann, wenn er über sein Leben Herr ist, Dame ist, müssen wir heute hinzufügen. Aber so war die Diktion damals. Und da ist die Voraussetzung Eigentum. Nicht abhängig sein von jemand anderem. Wie immer das Eigentum zu verstehen ist, ohne Eigentum kann keine Freiheit da sein. Und deswegen ist das, glaube ich, noch zu wenig vertieft, welche Verbindung genau diese Perspektive hat und was wir mit Freiheit bezeichnen. Die Kirche selber hat diese positive Sicht der Freiheit zu selten, meine ich manchmal, aufgegriffen. Und eins kommt hinzu, das hat dann in der Verfassung bei uns dann auch irgendwann Niederschlag gefunden, das Eigentum ist nicht grenzenlos, sondern das Eigentum ist wie ein Lehen. Und die Güter der Erde, das wird in Rerum Novarum schon deutlich gesagt, auch naturrechtlich begründet, die Güter der Erde sind für alle da. Grundsätzlich ist die Erde, Papst Franziskus wird dann sagen, das gemeinsame Haus der Erde, nicht ein Haus, das irgendjemand gehört, auch nicht irgendeinem Kontinent, auch nicht irgendeiner Klasse, auch nicht irgendeiner Generation, sondern allen Menschen und solange es Menschen gibt. Das ist die Grenze des Eigentums. Ich kann nur andeuten, wie intensiv die Diskussionen dann sind, auch in der Wissenschaft, bis in die Juristen hinein, was das eigentlich bedeutet, Eigentumsrechte. Und wie ich das umsetze dann auch, etwa in der Frage der Klimapolitik, wenn der Papst sagt, das Klima gehört allen. Ja, was heißt das dann konkret? Und da müssen wir den Ball in die Politik zurückgeben und deutlich machen, wie sieht das aus. Die Erdengüter sind für alle da, die Nutzungsrechte sind an Einzelne gegeben und sind auch gebunden an Leistung. Aber das hebt nicht auf diese grundsätzliche Ausrichtung des Eigentums auf das Gemeinwesen, auf das Gemeinwohl. Das Grundgesetz hat das aufgegriffen, Eigentum verpflichtet. Daran schließt sich die ganze Steuergesetzgebung an. Daran schließt sich die aktuelle Diskussion an, die ich nur hier aufrufe, weil sonst die Zeit wirklich uns weglaufen würde, über Ungleichheit, die weltweit geführt wird. Und die ich nicht einfach damit erledigen kann, dass ich sage, na, das Institut, das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das die große Studie rausgegeben hat, hat vielleicht doch nicht recht. Ich bitte doch intensiver, diese Diskussion zu führen, auch gerade von der Arbeitnehmergruppe, auch gerade in einer christlich-demokratischen, christlich-sozialen Union. Was bedeutet das? Und wie kann man dem nachgehen? Natürlich hat sich verschoben, die Eigentumsverhältnisse aus Vermögen und Kapital im Blick auf das, was aus Arbeit an Eigentum hervorgegangen ist. Und diese Fragen sind auch weiterhin durchaus sehr soziale Fragen. Und die digitale Welt verschärft diese Frage noch einmal auch der Ungleichheit. Aber es bleibt, das war ja der Punkt am Ausgangspunkt, es bleibt bei diesen Grundprinzipien Eigentum, ist für alle, die Welt gehört allen Menschen.
Und wir sind verpflichtet, die Eigentumsordnung so zu bauen, dass alle ihren Anteil bekommen und niemand aus diesem Haus ausgestoßen wird. Ein zweiter Punkt, der in Rerum Novarum eine große Rolle spielt, ist das Verhältnis von Staat und Wirtschaft. Auch ein unendliches Thema, wie Sie alle wissen, was dann in den Jahrzehnten danach auch in der Auseinandersetzung mit der Soziallehre der Kirche zu dem geführt hat, was wir versuchen, soziale Marktwirtschaft zu nennen oder Ordoliberalismus. Das ist alles nicht dasselbe. Wir benutzen die Begriffe manchmal so, als sei das alles dasselbe. Wenn Sie die 50er Jahre anschauen, die Diskussion, etwa die Artikel und Vorträge von Josef Kardinal Höffner, wo er sich auseinandersetzt mit dem Ordoliberalismus, was ist soziale Marktwirtschaft, was ist dies, was sagt die Kirche dazu. Ich habe noch vor einiger Zeit aus aktuellem Anlass eben nachgeschaut, wie das mit dem sozialen Wohnungsbau war, was er davon gehalten hat in den 50er Jahren. Und da war ihm jedenfalls, dem Professor, unvorstellbar, dass hier nicht eine staatliche Aufgabe par excellence vorliegt, im Gegensatz zu anderen Ordoliberalen, die natürlich meinten, das hat mit dem Staat gar nichts zu tun. Das ist eine reine Marktfrage, eine rein wirtschaftlich zu entscheidende Frage. Vor 10, 15 Jahren hätten wir wahrscheinlich alle, oder wir nicht, also ich nicht jedenfalls, darf ich mal sagen, hätten eine ganze Reihe gesagt, ja, da hat der Staat nichts mit zu tun, das regelt der Markt. Heute sind wir schon sehr viel vorsichtiger geworden. Und deswegen bleiben wir sicher erst einmal in der Linie, dieses Verhältnis von Staat und Wirtschaft, wo ist Regelungsbedarf, wo ist ordnungspolitische Rahmenbedingungen zu setzen, wo ist eine Wettbewerbsordnung notwendig, wo sind Notwendigkeiten auch, den Rahmen für die Tarifauseinandersetzung zu setzen, aber die Tarifauseinandersetzung auch freizugeben. Starke Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände sind notwendig. Dafür muss der Staat Rahmenordnungen setzen. All das, was damals angedacht wurde, ist ja dann Wirklichkeit geworden, aber dann im Laufe der Jahre auch wieder unter die Räder gekommen. Jedenfalls als Grundperspektive, vielleicht etwas zu stark staatlich gedacht im 19. Jahrhundert, aber als Grundperspektive ist schon festgehalten, es kann keine freie Wirtschaft geben ohne Ordnung des Staates. Wie das aussieht, was heute Staat bedeutet, darüber kann ich nachher noch sprechen. Das ist ein Riesenthema. Was Staat ist damals und heute, der Staat ist ja auch nicht immer dasselbe. Entwickelt sich ja weiter. Wir können doch am Anfang des 21. Jahrhunderts nicht einfach so tun, als sei der Nationalstaat das, was er vor 100 Jahren auch war. Das ist doch völlig unhaltbar. Also muss ich den Staat auch weiterdenken, auch die Wirtschaft weiterdenken. Aber es gibt keine Möglichkeit, zu einem wirklich guten Ergebnis zu kommen, das alle mit einbezieht, wenn der Staat nicht seine ordnungspolitische Hand hier klar einsetzt. Und das gilt erst recht jetzt im Rahmen der Globalisierung. Sie kennen ja die ganzen Diskussionen um TTIP und was es alles gibt, um Welthandelsverfahren und Welthandelsordnungen und so weiter. Also das ist ein Punkt, der absolut notwendigerweise diskutiert werden muss, für die Zukunft. Darauf haben wir bis jetzt keine Antwort. Wir stochern ein wenig nach vorne, versuchen das hinzubekommen. Stichwort Europa jetzt auch. Schon alleine dort haben wir riesige Probleme, eine staatliche Ordnung oder eine Ordnung für die Wirtschaft so hinzubekommen, dass die Wirtschaft auch genau das erreichen kann, wozu sie da ist, nämlich dem Gemeinwohl zu dienen und den Menschen zu dienen, nicht nur einzelnen Gruppen und die Ungleichheit zu vergrößern. Und das gilt erst recht auf einer globalen Ebene, wo wir eben leider nicht mehr die multilaterale Orientierung erreicht haben, die eigentlich das Wünschenswerte war mit der WTO-Runde und uns deswegen in bilaterale Handelsprojekte hineingeben, die in sich nicht verkehrt sind, davon ist ja gar nicht die Rede, aber die im Grunde nicht das sind, was wir eigentlich in den großen Runden der Welthandelsorganisation gedacht haben, wo die Armen mit am Tisch sitzen. Das wäre ein wichtiger Punkt. Ein dritter Punkt, den ich nenne aus Rerum Novarum, der weiterhin auf der Agenda ist, können wir nicht einfach in Rerum Novarum die Antwort finden, aber die Perspektive ist schon da und die wird dann verstärkt durch die anderen Enzykliken bis hin zu der großen, vielleicht der nach Rerum Novarum wirklich dann sehr bedeutenden Sozialenzyklika Centesimus Annus, das ist 25 Jahre her nach dem Zusammenbruch des Kommunismus,
von Johannes Paul II. Arbeit und Kapital ist ein weiterer Punkt. Arbeit und Kapital. Der Papst macht deutlich, und das zieht sich dann wie ein roter Faden durch die Soziallehre der Kirche, die Arbeit ist keine Ware. Sogar so weit, dass er sagt, der freie Arbeitsvertrag ist ja eigentlich kein freier Arbeitsvertrag. Das war damals die Diskussion vor 125 Jahren. Der Arbeitnehmer ist ja da und der Unternehmer ist auf der anderen Seite und die sind ja frei. Der unterschreibt das, dann ist es ja legitim. Vor allen Dingen ist es völlig legal. Und was legal ist, ist ja auch wahrscheinlich legitim. Und da sagt der Papst, nein, nein, hier stehen zwar Ungleiche voreinander. Hier ist nicht einfach eine Parität gegeben der Verhandlung, sondern hier muss ganz anders die Struktur weitergeführt werden. Arbeit und Kapital müssen in ein anderes Verhältnis hineingehen. Und ich will hier nur andeuten, darüber müssen wir weiter sprechen, dass Arbeit und Kapital das Thema nicht erledigt ist, haben wir zuletzt in der Finanzkrise, die ja Vorläufe hatte seit den 90er Jahren, gesehen. Und die Trennung von Realwirtschaft und Finanzwirtschaft ist nicht behoben. Wir haben weiterhin eine Entwicklung hin, die immer wieder ausbrechen kann zu einem, das ist jetzt nicht von mir, sondern am Ökonomen, einem Casino-Kapitalismus. Wir müssen über den Kapitalismus hinausdenken. Wir müssen weiterdenken in eine soziale Marktwirtschaft hinein, die auch auf globaler Ebene möglich ist. Centesimus Annus hat das in den Nummern 40, 41, 42 wunderbar beschrieben, 1991, und deutlich gemacht, vor der Finanzkrise, vor den Asienkrisen, vor der New Economy, deutlich gemacht, wo einfach ein Kapitalismus da ist, der sich aus sich selber nährt, ohne Beziehung zur Arbeit, der nicht in Arbeit investiert, in die Menschen investiert, sondern praktisch um sich selber kreist, ist nicht akzeptabel. Das steht wörtlich da drin. Und das hat seinen Ursprung schon in Rerum Novarum, die klare Orientierung, was Arbeit ist und Kapital. Ich weiß, wenn ich das in Amerika sage, mal so bei einem Dinner-Speech, naja, Kardinal Marx, dann lachen schon einige Marx, ah, Kardinal, der Marx heißt. Und ich dort sage, also, we must think beyond the capitalism, ja, müssen noch einige schlucken. Wenn ich dann etwas erkläre, wie ich es jetzt auch tue, dann ist das auch ganz gut, man kann damit reden. Aber in Amerika klingt das Wort Kapitalismus nicht so negativ wie bei uns. Bei uns klingt es negativ. Und wir haben eben diese Geschichte der Reflexion darüber. Das ist dort nicht und da müssen wir zusammenkommen. Also das Thema Arbeit und Kapital ist nicht zu Ende. Ich weiß doch noch, die Diskussion über die Tobin-Steuer war dann überrascht, als es auch aus der CDU-CSU hieß, ja, jetzt sind wir auch dafür. Ach, etwas spät, meine Herren, meine Damen. Deswegen die Ausrichtung zu sagen, das Kapital muss auch sich in anderer Weise noch einbinden lassen in die Gesamtorientierung der Wirtschaft, war, glaube ich, ganz wichtig und richtig. Und der Papst hat das ja nochmal in der Rede jetzt am Freitag schön aufgegriffen. Er hat zwar dieses merkwürdige Wort, er hat mir das schon vorher gesagt und habe ich schon überlegt, habe ich das irgendwo schon mal gelesen, aber ich hatte es noch nicht gelesen, ich muss das jetzt nochmal recherchieren, was er genau mit Economia liquida, mit flüssiger Ökonomie, flüssige Wirtschaft meint. Aber er meint im Grunde genommen diesen Casino-Kapitalismus, diesen Finanzkapitalismus, der sich von der Arbeit, von der Ausweitung der Arbeit, von der Investition in Menschen löst und sich selber ernährt. Und die Interessen, die Kapitalverwertungsinteressen dann praktisch das Einzige sind oder das Wesentliche sind, was die Wirtschaft in Gang hält. Und das kann nicht sein. Das ist Kapitalismus. Marktwirtschaft spricht von Akteuren. Aber Kapitalismus spricht von einem System, wo alles um das Kapital sich dreht. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht unsere Orientierung sein. Und der Papst hat das in seiner Ansprache, glaube ich, ganz gut nochmal gemacht. Und ein letzter Punkt aus dem Arsenal, aus dem großen Werkzeugkasten von Rerum Novarum ist eben das grundsätzliche Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft. Für uns war klar, nach der mittelalterlichen Welt, von der die Kirche sich vielleicht doch sehr langsam erst hat trennen können, gedanklich, die auch nicht einfach nur negativ war, es ist ja unhistorisch Vergangenheiten dann jeweils vom großen Standpunkt des Besserwissers zu beurteilen. Es sind Entwicklungen, aber es war doch etwas lange, bis man begriffen hat,
dass der neue Staat, der Rechtsstaat, der Verfassungsstaat, dann hin sogar die Demokratie, eigentlich mit dem christlichen Menschenbild vereinbarer ist, besser ist, als das, was vorher war. Und da ist ein ganz wichtiger Punkt, der Dualismus von Staat und Gesellschaft, wie wir das in der Soziallehre der Kirche nennen. Das heißt, dass der Staat nicht eben an die Stelle des großen Erziehers, des großen Wissenden, des großen Herrschers tritt, sondern dass der Staat auf der Gesellschaft aufruht und die gesellschaftlichen Gruppen in Freiheit und in einer gewissen Autonomie am Gemeinwohl teilhaben. Aber der Staat ist nicht sozusagen diese Überfigur, die losgelöst von den gesellschaftlichen Realitäten gedacht werden kann. Diese Spannung von Gesellschaft und Staat gehört auch zur Soziallehre der Kirche. Und für uns mit unserem christlichen Menschenbild ist klar, der Mensch ist nicht Individuum in dem engeren Sinne. Er kann nur gedacht werden als Person, als ich und wir zugleich. So haben wir es dann mal einfach formuliert in unseren Vorlesungen früher. Ich und wir zugleich. Das ist das, was notwendig ist. Wir haben in der Bischofskonferenz, als ich noch nicht Vorsitzender war, in der Kommission 6, dafür mal ein Papier gemacht. Und das, glaube ich, wäre auch für die Orientierung in der Zukunft wichtig. Wenn wir wirklich wollen, dass die Menschen ihre eigene Verantwortung wahrnehmen, dass sie Teilhaber sind am gesellschaftlichen Geschehen und nicht einfach nur alles vom Staat erwarten, sondern Gemeinschaft, eine lebendige, heute sagen wir nur mit einem anderen Begriff, Zivilgesellschaft ist, dann ist unser Leitbegriff, so haben wir es mal formuliert, eine chancengerechte Gesellschaft, eine Gesellschaft, die dem Einzelnen und den Familien subsidiär Hilfe zur Selbsthilfe gibt, ernst nimmt, was der Einzelne bringen kann und dafür die Rahmenordnungen setzt. Abschließend versuche ich noch einmal sozusagen kreisend von den Prinzipien ausgehend einige Gegensätze zu formulieren, im Sinne dessen, was Herr Kauder vielleicht ganz zum Schluss gesagt hat, im Sinne von, was ist eigentlich vereinbar, wenn wir die aktuelle Diskussion anschauen, in die wir hineingestellt sind, welche Worte sind vereinbar? Vielleicht nicht sofort mit dem Evangelium, aber doch mit den Prinzipien der Solidarität, der Subsidiarität, der Personalität, dass der Mensch Bild Gottes ist. Und das hängt zusammen auch mit der Orientierung am Gemeinwohl, dass das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, wie schon Aristoteles in seiner Politik sagt. Und die Nachhaltigkeit, all das kann man mit dem Begriff der Solidarität durchaus vereinbaren. Und das möchte ich von Rerum Novarum aus nochmal abschließend für heute lesen, in Gegensatzpaaren. Diesmal nicht in Ergänzungspaaren, sondern in Gegensatzpaaren. Wenn wir die Soziallehre der Kirche anschauen, besonders eben Rerum Novarum, dann würde ich ein erstes Gegensatzpaar klar formulieren: Inklusion versus Exklusion. Das große Anliegen von Rerum Novarum war die Integration, nicht diesmal der Einwanderer, sondern der Armen. Im Gegensatz zur kommunistischen Idee der Revolution ging es hier um eine schrittweise Inklusion, die Ermöglichung, wie ich es gerade genannt habe, allen eine Chance geben. Allen die Chance geben, mitzuwählen, mitzuarbeiten, ihre Fähigkeiten einzubringen. Und das haben wir ja auch in großer Eindringlichkeit vom Papst im Blick auf die aktuelle Situation gehört. Glauben wir wirklich, dass eine Gesellschaft der Exklusion zukunftsfähig ist? Jeder von uns weiß, dass das nicht stimmt. Warum sollten wir Menschen folgen, die uns sagen, genau das ist die Zukunft? Töricht. Wie das gestaltet wird, eine große Herausforderung. Das ist ja selbstverständlich. Aber die Zukunft der Welt, und das ist ja kein deutsches Problem, kein europäisches Problem, das ist ein Problem weltweit, kann nicht darin bestehen, dass wir uns voreinander absichern und abschotten. Verständlich ist vieles. Angst, all das kann man verstehen. Aber es ist eine generelle Entwicklung in vielen Ländern der Welt, neu von Exklusion auszugehen.
Der nächste Wahlkampf habe ich schon mal für mich zurechtgelegt, möchte aber keine Anweisungen geben, bin ja da nicht zuständig. Habe ich neulich bei einem Gespräch mal gesagt, der wird wahrscheinlich über Identität und Sicherheit laufen. Oder jedenfalls wird diese Themen sehr stark machen. Und das kann man ja auch, man kann darüber reden. Aber nicht bitte wir und die anderen. Nicht gegen jemand. Europa und auch die Gesellschaft, in der wir leben, ist eine Gesellschaft, in der jetzt schon sehr, sehr viele Menschen verschiedener Kulturen leben. Jetzt schon. Ich finde das etwas merkwürdig, habe ich heute in der FAZ auf der ersten Seite gelesen, glaube ich, da stand, das sei eine besondere Herausforderung, das ist ja richtig, in einer Gesellschaft eben der Zukunft zu bauen, wo so viele Muslime zugewandert sind. Ja, mittlerweile ist die Hälfte der deutschen Bevölkerung in vielen Großstädten sowieso völlig ohne Religion. Die Zahl der völlig Religionslosen wächst viel rapider als die anderen. Jetzt kann man sich fragen, na ja, ob eine Religion oder nicht, das hat ja nichts mit der Kultur zu tun. So, frage ich doch mal, ach, wundert mich jetzt. Nicht diese einfachen, schlichten Parolen. Es bleibt dabei, denke ich, die Rerum Novarum Perspektive ist Inklusion versus Exklusion. Das gilt dann auch weltweit, im Blick auf die Uhr. Das ist ja die Kritik an TTIP. Ich will jetzt darauf nicht eingehen. Aber ich habe am Anfang schon gesagt, für uns wird das Kriterium sein, natürlich die Standards, aber ein wesentliches Kriterium wird sein, ob die Armen exkludiert werden, ob es den armen Völkern danach schlechter oder besser geht. Das muss doch für mich als Kirche die Frage sein, werden sie hineingenommen, Schritt für Schritt, oder werden sie Schritt für Schritt draußen gehalten? Und solche Fragen kann man ja zu Recht stellen, erst recht, wenn man sie im Blick auf Rerum Novarum tut. Ein zweiter Spannungsbogen, Teilhabe versus Entfremdung. Das Entfremdungsthema war im 19. Jahrhundert ja durch Marx sehr stark gemacht, durch Karl Marx, dass die Eigentumsverhältnisse sozusagen die Grundlage der Entfremdung sind, dass der Mensch nicht zu sich selber kommen kann. Das hat die Kirche so nicht gesehen, aber die Gefahr durchaus erkannt, und Johannes Paul II. Greift das dann auf, dass wenn die Arbeit zur Ware wird, wenn die Arbeit im Grunde genommen zu einem Gegenstand wird, wenn der Mensch selber zum Objekt wird, tatsächlich diese Entfremdung geschieht und er nicht und sie nicht zu den Möglichkeiten vorstößt, die von Gott her in jeden Menschen hineingelegt sind, dass hier eine Sperre da ist, die im Grunde genommen letztlich auch unvernünftig ist, auch ökonomisch unvernünftig, wie ich dann eigentlich am Ende sagen müsste, wenn jemand nicht das bringen kann an Kreativität, an Motivation, an Freude, ist es ja völlig töricht, das also zu verbauen, sondern wir haben eine ganz andere Vorstellung davon. Deswegen Teilhabe, Partizipation, das ist für Rerum Novarum von großer Bedeutung, bis in die Frage der Gewerkschaften hinein. Das war für die Kirche nicht ganz einfach, der ganze Gewerkschaftsstreit, auch das ist nur angedeutet. Aber den Gedanken zu fassen, dass Selbstorganisation und eine organisierte Mitbestimmung der eigenen Interessen von absoluter Notwendigkeit ist. Wie habe ich in den 90er Jahren das bedauert, wie dann angefangen wurde, den Abgesang auf die Gewerkschaften anzustimmen. Auch Zeitungen, die ich jetzt nicht nenne, wo dann eigentlich gemeint wurde, das sind eigentlich die Hauptprobleme, sind die Gewerkschaften. Gott sei Dank haben wir Gewerkschaften, Gott sei Dank haben wir organisierte Mitarbeiterschaft, Gott sei Dank haben wir Interessenvertretungen, die eben Mitbestimmung und Teilhabe auch nennen können, die mit dafür sorgen können, dass das nicht geschieht, dass die Entfremdung eben nicht überhand nimmt. Und das gilt ja für die beiden Tarifparteien, das will ich jetzt gar nicht nennen, aber das ist absolut notwendig. Wer daran rüttelt, der rüttelt wirklich an der sozialen Marktwirtschaft. Und die Integration, wenn wir jetzt über die Flüchtlingsfrage reden wollen, geht eben auch in die Richtung. Auch da müssen wir versuchen, Menschen in die Partizipation hineinzunehmen. Wir haben neulich das Treffen gehabt mit den kirchlichen Siedlungsgenossenschaften, mit dem Bauen, und ich habe sie angeregt, auch kreativ das aufzugreifen. Wie kann man heute bauen? Wie kann man Menschen beteiligen? Der soziale Wohnungsbau war ja nicht einfach so konzipiert, dass man was macht. Da kriegt ihr den Schlüssel und seht mal zu, dass ihr reinkommt. Wie viel Eigeninitiative war darin? Wie viel Mitwirken? Wie viele Möglichkeiten könnten auch darin stecken, die Flüchtlinge mit einzubeziehen? In den Plan, in die Durchführung, in vieles andere mehr. Partizipation, Menschen hineinnehmen. Nicht einfach nur die Beziehung von Staat und Einzelnen, dass der
Staat dann da ist und alles regelt, sondern Hilfe zur Selbsthilfe. Integration also auch im Sinne von Partizipation. Das gilt auch eben für die Integrationsgesetze. Wir haben in Bayern ja eins in der Pipeline, sagt man, und im Bund ja auch. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass die Philosophie der Integration nicht bedeutet, wir wissen etwas und bitte, werde wie wir, sondern wie können wir helfen, dass du in dieser Gesellschaft mitwirkst und lebst, deine Dinge einbringst, deine Begabung, dass wir die entdecken, bring sie, bring uns etwas, du bist ein Geschenk an uns alle, aber wir haben gemeinsame Regeln, die Sprache und all das, was man dann da bringen kann. Aber der Ton muss sein, Partizipation, nicht Paternalismus, Partizipation, mitwirken. Und dann ein drittes Gegensatzpaar, was mir auch wichtig ist, verantwortliche Freiheit versus Bevormundung und autoritäre Strukturen. Die Soziallehre der Kirche hat das zunächst im Blick auf die Sozialgesetzgebung gemacht. Jetzt freuen sich wieder die anderen. Nämlich, wenn man einmal sieht, die Vorbereitung des Sozialgesetzbuches in den 50er Jahren, Konrad Adenauer wollte ja das ausbauen, das ist dann 69, 60, 61, glaube ich, ist es dann umgesetzt worden. Da steht noch sehr stark der Gedanke fordern und fördern. Hilfe zur Selbsthilfe. Der Staat sollte nie sozusagen eine Leistung so erbringen, dass Menschen dann praktisch nicht mehr motiviert sind, selber ihr Leben in die Hand zu nehmen. Das Menschenbild war klar geprägt von dieser Soziallehre der Kirche, verantwortliche Freiheit wahrzunehmen und sich nicht einfach bevormunden zu lassen und nicht abhängig zu sein. Natürlich Kranke, Schwache, Alte, das ist selbstverständlich, sind in die Solidaritätsgemeinschaft alle eingebunden, können nicht mehr selber für sich sorgen. Das ist eine ganz klare und wichtige Perspektive. Aber das gilt eben heute auch. Ich habe den Eindruck, manche möchten wieder auch im philosophischen, im kulturellen Sinne von dieser verantwortlichen Freiheit Abschied nehmen. Entweder einen sozialen Paternalismus, dass der Staat alles besorgt, oder einen autoritären Paternalismus, der wieder sozusagen eine Leitkultur von oben vorschreibt und auch mal patriotisch deutlich sagt, wo es herzugehen hat. Also da gibt es auf einmal weltweit gesehen wieder so eine Sehnsucht nach Paternalismus bei einigen. Und da müssten wir aufpassen, dass wir dem nicht nachlaufen. Verantwortliche Freiheit ist das christliche Menschenbild. Und ein letzter Punkt, dieses gegensatzbares Gemeinwohl versus Partikularinteressen. Und ich müsste hinzufügen, Weltgemeinwohl versus Partikularinteressen. Da müssen wir nur an Europa denken, um wirklich in große Sorge zu verfallen. Und das gilt aber nicht nur für Europa, das gilt für unsere Gesellschaft, das gilt für viele Bereiche, wo wieder der Einzelne, die einzelne Gruppe, die einzelne Kultur, die einzelne Ethnie, was auch immer, sich auf sich zurückzieht und alles interpretiert von den eigenen Interessen her. Und das Ganze aus dem Auge verliert. Aber das ist Aufgabe der Institutionen. Ich kann nicht von jedem Menschen das erwarten. Aber wo wir schwache Institutionen haben, wo wir Institutionen haben, die keine ethische Orientierung haben, die kein Fundament haben, die keinen Mut haben, nicht nachhaltig denken, nicht über den nächsten Wahltag hinausdenken, wo wir wirklich starke Institutionen brauchen, die müssen nicht alles regeln. Die sollen die verantwortliche Freiheit respektieren. Aber eine Gesellschaft und ein Staat, wo diese Institutionen schwach werden, wo sie wie ein Schilfrohr im Winde hin und her wehen, in der öffentlichen Meinung, heute so, morgen so, das ist es, was die Leute verrückt macht. Und dann sehen sie sich nach autoritären Strukturen, die doch letztlich zu nichts führen, sondern im Gegenteil zu mehr Unfreiheit und Unselbstständigkeit. Das Gemeinwohl im Blick zu behalten gegen die Partikularinteressen ist außerordentlich wichtig. Das ist das große Anliegen, glaube ich, von Papst Franziskus. Und das ist eigentlich eine Vollendung von Rerum Novarum. Es geht weiter, es wird danach auch noch Enzykliken geben, das ist klar. Aber die Linie ist dann nochmal sehr auf den Punkt gebracht, jetzt auf der Ebene des Weltgemeinwohls zu denken und natürlich Schritt für Schritt daran zu arbeiten. Warum, denke ich, sind wir manchmal so eng? Und eine christlich inspirierte Bewegung muss diese Orientierung aufrufen. Sie muss nicht auf alles eine Antwort haben, aber sie muss sagen, das dürfen wir nicht vergessen. Auch um unsere langfristigen Interessen willen. Das, meine ich, kann man schon sagen. Ja, jetzt habe ich einen großen Bogen gespannt durch alle möglichen Themen, aber ich möchte doch behaupten,
dass von Rerum Novarum diese Impulse ausgehen, dass ich sie nicht hineingelesen habe, sondern aus diesen Punkten, die damals ein Thema waren, heute weitergeführt werden können und dass die Soziallehre der Kirche in all den Enzykliken bis eben zu Laudato Si wirklich der Politik, meine ich, Hinweise, Orientierung geben kann, ohne dass wir auf alle Gesetzesprojekte schon eine Referentenformulierung und eine direkte Anweisung hätten. Das steht nicht uns zu. Die Grundmelodie der katholischen Soziallehre, die ist mir aber wichtig, die habe ich genannt. Das ist ein zuversichtliches Menschenbild, kein Menschenbild der Angst. Jeder Mensch ist Bild Gottes, nicht nur die Christen. Jesus ist der Bruder aller Menschen. Jeder Mensch ist ein Geschenk Gottes an die ganze Welt. An die ganze Welt. Manchmal weiß er selber nicht. Dann helfen wir ihm dabei, dass er das entdeckt, was er beizubringen hat und was er für ein großes Geschenk ist. Diese Hoffnung möchte ich mir nicht kleinreden lassen. Ich weiß um all die Probleme. Aber das ist die Grundstimmung, die Grundmelodie des Evangeliums und damit auch der Soziallehre der Kirche. Und das sollte auch die Grundmelodie einer sozialen, christlich-sozialen Bewegung sein. Und deswegen gehen wir ja mit Leidenschaft an die Gestaltung der Welt, mit all dem Bewusstsein, dass wir das Paradies auf Erden nicht herstellen. Aber wir wissen, wir können die Welt besser verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Wir können etwas tun mit diesen großen Leitprinzipien. Und da frage ich mich, da sollen nicht Leute sagen, da gehen wir mit euch. Wenn wir das in vernünftiger, begeisternder Weise unters Volk bringen, deutlich machen, das ist unser Ziel, da sollten wir Angst haben, dass da nicht viele, viele, vielleicht nicht alle, viele, viele sagen, toll, da mache ich mit. Und deswegen ist mir die Sozialbewegung so wichtig. Und ich hoffe, dass sie einen neuen Schwung bekommt und ihren Schwung behält. Dankeschön. Herr Kardinal, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war vernünftig und begeisternd zugleich. Vielen Dank für Ihre Anregungen, die hier selbstverständlich niemand als Anweisungen entgegengenommen hat. Ihre Leidenschaft klang durch und das war schön. Ich hoffe, die bleibt uns auch in der Diskussion erhalten. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Tanja Sambrotzky. Ich darf Sie durch die nächste Stunde begleiten und ich möchte Ihnen kurz skizzieren, worüber wir eigentlich reden wollen. Wir wollen zu Anfang noch mal ganz kurz die christliche Soziallehre würdigen. Das erfolgte ja schon. Und dann machen wir eine Bestandsaufnahme. Wir gucken in die Gegenwart mit Blick auf die Megatrends, auf die großen Themen unserer Zeit, Digitalisierung, Globalisierung, Individualisierung. Und wir gucken natürlich auch in die Zukunft und wollen hier in dieser Runde und später auch mit Ihnen überlegen, inwieweit die christliche Soziallehre Richtschnur bleiben kann, vielleicht auch noch stärker werden kann für Politik und Gesellschaft. Wir haben neben dem Kardinal, der uns erhalten bleibt für die Diskussion, noch drei weitere Perspektiven auf die christlich-soziale Wurzel der Union. Und ich darf Ihnen die anderen Teilnehmer vorstellen. Elke Hanack, sie hat ihr Studium der evangelischen Theologie als Packerin und Verkäuferin im Lebensmittelhandel finanziert und schon im zarten Alter von 21 Jahren einen Betriebsrat gegründet, um Schutzrechte für die Belegschaft durchzusetzen. Dabei mag sie auch von ihrem Opa Bochum inspiriert worden sein. Diejenigen von Ihnen, die aus dem Ruhrgebiet kommen, wissen vielleicht, die Großeltern werden immer nach Stadtteilen und Städten benannt. Ich hatte eine Oma Krei, das ist gleich neben Frau Hanacks Opa Bochum. Opa Bochum jedenfalls war Stahlarbeiter und hat sich im Betriebsrat und bei der IG Metall für die Interessen der Kumpels stark gemacht. Ursprünglich wollte Frau Hanack Pastorin werden, aber sie hat dann erkannt, dass theologische Maßstäbe wie Gerechtigkeit und Solidarität auch sehr gut in der Gewerkschaftsarbeit umgesetzt werden können. Und das macht sie dann hauptberuflich schon seit vielen Jahren. Vor 3 Jahren schließlich wurde sie stellvertretende Bundesvorsitzende des DGB und auch im Bundesvorstand der CDA ist Frau Hanack engagiert, schon seit 15 Jahren. Schön, dass Sie da sind.
mein Nachbar Peter Warnstein. Auch er hat früh eigene Gewerkschaftserfahrung gesammelt. Als Assistent an der Uni Erlangen-Nürnberg war der promovierte Betriebswirt Mitglied der ÖTV. Er ist Vorsitzender des Arbeitskreises evangelischer Unternehmer und er war lange Direktor der Unternehmensberatung McKinsey. Mit der Akademie für Kirche und Diakonie hat er eine Weiterbildungsstätte für theologische Führungskräfte mitinitiiert, die Erkenntnisse und Methoden aus der Wirtschaft an kirchliche Kräfte weitergibt. Peter Warnsteins Familie ist ein wunderbares Beispiel gelebter Ökumene. Das gründet auf einem friedensstiftenden Kompromiss mit seiner Ehefrau. Die Kinder sind evangelisch getauft, besuchen aber, und das betont Herr Warnstein sehr, eine sehr katholische Schule. Ja, dann freundlicherweise ein wunderbarer Ersatz für Annegret Kramp-Karrenbauer, Karl-Josef Laumann, Sie kennen ihn alle. Er ist schon mit 20 in die CDA eingetreten. Seit 2005 ist er der Bundesvorsitzende der christlich-demokratischen Arbeitnehmerschaft. Karl-Josef Laumann ist Münsterländer und wie so viele Menschen dort ist er auf einem Bauernhof groß geworden. Er hat Maschinenschlosser gelernt und war dann standesgemäß natürlich engagiert in der IG Metall. Da klingt schon so ein bisschen eine Doppelrolle an, vielleicht auch ein Zwiespalt im Leben des Karl-Josef Laumann. Er selber hat es so beschrieben, in der Gewerkschaft ist man immer der Schwarze und in der eigenen Partei ist man immer der Sozi. Darauf kommen wir noch, Herr Laumann. Okay, Kardinal Marx hat sich selbst bestens eingeführt, ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass er wie ein recht bekannter Namensvetter ein Werk verfasst hat mit dem Titel Das Kapital. Trotzdem, vielleicht auch deswegen, das ist eine spannende Frage, hat Papst Franziskus die wirtschaftliche Expertise des früheren Professors für Soziallehre auch für den Vatikan fruchtbar gemacht, indem er Reinhard Kardinal Marx in seine beratende Kardinalsgruppe berief und zum Koordinator des Wirtschaftsrats benannte. Das also ist unser Plenum und wir beginnen mit einer Würdigung nochmal der Soziallehre. Frau Hanack, wir haben ja gerade schon die Sicht der Kirche gehört. Jetzt würde mich sehr interessieren, wie denn die Gewerkschaft schaut auf diese Enzyklika, die wir heute würdigen. Immerhin waren die Gewerkschaften ja ein Vierteljahrhundert vor Leos Enzyklika auf dem Markt. Ja gut, das Wort Gewerkschaften kommt auch nicht vor in dieser Enzyklika und das hat natürlich auch einen Grund, weil nicht immer war das Verhältnis zwischen Gewerkschaften und katholischer Kirche so gut, wie es heute ist. Also man hat schon auch viele Jahre und Jahrzehnte der Annäherung gebraucht, um auch über, sag ich mal, den gegenseitigen Respekt gemeinsame Themen auch miteinander bewegen zu können, so wie es heute eine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich in einer Allianz für Weltoffenheit auch miteinander unterhält, wie man mehr tun kann für Toleranz in unserem Land, wie man sozusagen gemeinsam für den Erhalt des Grundrechts auf Asyl kämpft oder für eine intakte Umwelt. Ich glaube, heute ist sehr vieles selbstverständlicher als zu der damaligen Zeit. Und ich glaube, dass das auch damit zusammenhängt, dass die katholische Kirche immer auch ein bisschen den Gewerkschaften vorgeworfen haben, Sie haben das teilweise angedeutet, Herr Kardinal, dass die Gewerkschaften mit zur Entfremdung der katholischen, insbesondere der Arbeiter, auch beigetragen haben. Ich glaube, das kann man so oder so sehen, je nachdem, wie man drauf guckt. Aber ich glaube, dass uns schon immer gemeinsame Werte auch miteinander verbunden haben. Und ich habe es immer so empfunden, auch als Christin, die in die Gewerkschaftsbewegung gegangen ist, dass es schon viele Werte gibt. Und auch die haben Sie erwähnt, ob das die Solidarität ist. Auch die Subsidiarität, die wir auch in den Gewerkschaften zum großen Teil leben, glaube ich, gibt es sehr viel mehr Verbindendes als Trennendes zwischen der Kirche oder den Kirchen und der Gewerkschaftsbewegung. Ich wusste gar nicht, Frau Hanack, bis zur Vorbereitung dieser Veranstaltung muss ich Ihnen gestehen, dass das Kürzel DGB, Deutscher Gewerkschaftsbund, bis 1933 für den Bund christlicher Gewerkschaften stand. Insofern ist ja die Namensgebung des heutigen DGB auch eine Referenz an die Tradition der christlich-sozialen Bewegung. Nee, sag ich was, finden Sie nicht? Wie kommt das denn, dass man Kirche und Gewerkschaft heute nicht unbedingt miteinander assoziiert?
Na gut, es gab schon auch eine eigene Bewegung der christlichen Gewerkschaften, die auch im 19. Jahrhundert entstanden ist, die allerdings sich auch sehr unterschieden hat, beispielsweise von den freiheitlichen Gewerkschaften, so nannten sie sich damals. Da gab es verschiedene Ausprägungen auch in Richtungen und gerade bei den christlichen Gewerkschaften, die ja auch bis heute als CGB, als christlicher Gewerkschaftsbund noch, sag ich mal, existieren und arbeiten, widmen sie sich doch anderen Themen und widmen sie sich auch mit anderen Instrumenten, teilweise den gleichen Themen wie auch die deutschen Gewerkschaften in der Gewerkschaftsbewegung. Damit meine ich jetzt nicht nur die, die unter dem DGB zusammengeschlossen sind. Wir sind ja eine Vereinigung von 8 Gewerkschaften unter einem großen Dachverband. Daneben gibt es andere Dachverbände wie den Deutschen Beamtenbund beispielsweise, auch mit vielfachen Untergliederungen. Marburger Bund, ich habe den Kollegen Henkel hier gerade auch gesehen und eben auch die christlichen. Da haben wir allerdings keine guten Erfahrungen gemacht in den vergangenen, jetzt nämlich nur die vergangenen Jahrzehnte, weil die Christlichen immer versucht haben, auch Tarifverträge der Gewerkschaften des Deutschen Gewerkschaftsbundes massiv zu unterbieten und zu einem Dumpingwettbewerb sozusagen hier auch, genau, hat mit christlich nichts zu tun, wie dort auch vorgegangen wurde. Und insofern haben wir uns immer ein bisschen abgegrenzt von diesen Christlichen, was nicht heißt, dass das Christentum in der deutschen Gewerkschaftsbewegung nicht vorhanden ist. Also wir haben genauso viele katholische und evangelische Christen bei uns, wahrscheinlich auch Muslime und Musliminnen in der Gewerkschaftsbewegung, wie überall anders auch in Organisationen da sind. Wir haben nur nie die christlichen Werte vorangestellt, sondern haben sie sozusagen in unsere Gewerkschaftssprache übersetzt und haben das unter diesem großen Label der Solidarität zusammengefasst, was die Kirchen auch an Werten sozusagen nach außen geben. Danke schön, Frau Hanack. Herr Barenstein, wir haben bisher eine eher katholisch geprägte Sicht gehört. Ich wüsste gerne, inwieweit die evangelische Ethik womöglich andere Gewichtungen setzt und wie man das auch in unternehmerisches Handeln übersetzt. Also zunächst einmal würde ich sicherlich hier attestieren wollen, dass die katholische Soziallehre auch für uns evangelische Christen in höchstem Maße prägend gewesen ist. Wir Evangelischen haben ja kein Lehramt, deswegen haben wir auch eben halt keine Lehre, aber wir haben eine evangelische Ethik, auch manifestiert sehr konkret, wenn Sie denken an das Ende des Zweiten Weltkrieges oder des Tausendjährigen Reiches, dort damals der Freiburger Bonhoeffer Kreis, der ja dort ein Wertesystem, sicherlich sehr in Anlehnung an das, was auch auf katholischer Seite passiert war, ein Wertesystem und ein Wirtschaftssystem formulierte, was viele der Kerngedanken, die Kardinal Marx eben angesprochen hat, mit aufgegriffen hat. Also die Frage von Gerechtigkeit, von einer gerechten Gesellschaft ist, glaube ich, im evangelischen Bereich genauso ausgeprägt in Anerkennung dessen, was auf der katholischen Seite viel früher schon in Bewegung gesetzt worden ist. Und wenn ich beurteile, was das für uns bedeutet hat, dann würde ich natürlich gerne mir anschauen, was hat das denn bezogen auf unser Land bewirkt am Schluss. Und da muss ich sagen, hat dieses Wertesystem, was dort formuliert worden ist, uns in eine Situation gebracht, das werden wir ja gleich nochmal detaillierter diskutieren, die einzigartig in der Welt ist, einzigartig positiv. Herr Barenstein, neulich war ein interessanter Artikel in der Zeit, das kommt ja häufiger vor. Ein Wirtschaftsethiker und ein Volkswirtschaftler befanden da neulich, dass viele Unternehmer sich nicht als Teil der Gesellschaft verstehen, sondern eher als Gegenüber. Und sie befanden, Recht und Moral würden bei vielen nur gelten, wenn sie zugleich Nutzen versprechen. Jetzt habe ich ja gerade Ihre Akademie erwähnt, da vermitteln Sie Kirchenvertretern unternehmerisches Wissen. Ist es umgekehrt auch nötig, mit Unternehmern zu sprechen und denen einen anderen Begriff von Erfolg zu vermitteln, ein Begriff, der über Gewinnstreben hinausgeht, und passiert das auch? Klar, also das ist eine der Aufgaben, die wir auch bei uns im Arbeitskreis versuchen zu diskutieren, was wir so zu machen. Also zum Beispiel eben halt Gewinn nicht als die einzige Maßgröße für Erfolg von Unternehmen zu definieren. Ein anderer Maßstab könnte zum Beispiel Wertschöpfung sein, also die Summe der Gehälter und Löhne, der Steuern, die gezahlt worden sind, und viele andere Dinge, die dort auch im Sinne dieses ganzen Stakeholder-Value
Komplexes sozusagen zu diskutieren wären. Die Diskussion in Deutschland ist in höchstem Maße geprägt eben durch Fehlentwicklungen in einzelnen Bereichen. Das muss man schon sagen. Und das würde ich auch deswegen sagen wollen, weil ich dann daran hängen darf, den Satz, dass das für die Masse der Unternehmer sicherlich nicht gilt. Gerade diese Frage von, was die ja auch angesprochen worden ist, von was ist legal und was ist legitim. Dieses alleine sich beschränken auf das legale Handeln ist in dieser globalen Welt mit diesen enormen Veränderungen wahrscheinlich dauerhaft nicht tragfähig. Und das heißt, dass im Grunde genommen dort ein Wertesystem da sein muss, was es dem einzelnen Manager, dem einzelnen Unternehmer erlaubt, eben halt auch Grenzbereiche richtig zu beantworten und dort richtig zu handeln. Also auch dort Dinge zu machen, die möglicherweise dann zwar legal sind, aber nicht mehr legitim sind. Ein schönes, oder ob das ein schönes Beispiel ist, weiß ich nicht, ein Beispiel dafür ist die Frage sozusagen des Ausweichens aus der Gewinnbesteuerung, was ja ein großes europäisches oder globales Thema ist, wo der angestellte Manager, der das nicht macht, der nicht steuerliche Möglichkeiten nutzt, sich von seinen Aktionären beispielsweise die Frage stellen lassen muss, du hast doch den Auftrag für mich sozusagen, den Wert des Unternehmens zu erhöhen und du musst das jetzt tun, du musst dort steuerliche Möglichkeiten nutzen, um eben halt deinen Unternehmensauftrag zu erfüllen. Diese Frage von legal und legitim stellt sich dem möglicherweise gar nicht, weil er eben halt in so einer Zwangssituation ist, weil er den Aktionären sozusagen gegenüber Rechtfertigungszwang hat. Die Masse der Unternehmen in Deutschland ist aber mittelständisch. Das sind mittelständische Unternehmer. Ich selbst bin in einer meiner Rollen Vorsitzender des Beirates bei Balsen. Das ist eine GmbH und Co. KG, also ein mittelständisches, ein Familienunternehmen. Und dort besteht die Möglichkeit eben halt zu sagen, obwohl das legal ist, machen wir bestimmte Dinge nicht, weil wir sie nicht als legitim erachten. Dankeschön, Herr Barrenstein. Hier in der ersten Reihe wurde heftig genickt. Da sitzen viele Abgeordnete beim Thema Gewinnbesteuerung, beim Umgehen der Gewinnbesteuerung. Danke. Herr Laumann, ich wüsste gerne von Ihnen, welche Rolle denn nun die christlich geprägte Soziallehre im Regierungshandeln spielt. Ich vermute, Sie sitzen ja nicht täglich im Ministerium und denken, was würde jetzt Papst Leo dazu sagen? Nee, das sicherlich nicht, aber ich glaube, dass Sie doch erst einmal sagen müssen und auch dürfen, dass wir diese Bundesrepublik Deutschland heute haben, wie wir sie haben, wäre nicht entstanden, wenn es nicht den Schatz der christlichen Soziallehre geben würde. Also wenn die christliche Soziallehre nie entwickelt worden wäre. Ich sage das immer ein bisschen einfach. Die christliche Soziallehre ist eigentlich eine Idee, wie man das Zusammenleben der Menschen auf dieser Erde vernünftig organisieren kann. Und zwar so, dass der Mensch dabei im Mittelpunkt steht. Die jetzige Bundesrepublik Deutschland ist geprägt worden nach dem Zweiten Weltkrieg von Menschen, die was von der christlichen Soziallehre verstanden haben. Die soziale Marktwirtschaft wäre nie entstanden, ohne dass es eine christliche Soziallehre als Wertefundament gegeben hätte. Im Übrigen wäre die soziale Marktwirtschaft nie entstanden. Alle Menschen, die sie wesentlich entwickelt haben, waren gläubige Christen. Und deswegen ist eigentlich die soziale Marktwirtschaft auf die heutige Zeit ein wesentliches Instrument der Umsetzung der christlichen Soziallehre. Und deswegen würde ich mal behaupten, dass diese Bundesrepublik Deutschland von niemandem so stark bestimmt worden ist wie von den Gedanken der christlichen Soziallehre. Kommt aber vielleicht davon, weil wir nach dem Krieg einen ganz großen Konsens gehabt haben. Ich meine, ich habe das ja noch im Münsterland in den 60er Jahren auch erlebt. Es gab ja einfach einen Konsens über alle gesellschaftlichen Gruppen hinaus, dass man das Land aus einer christlichen Verantwortung heraus prägen wollte. Die Unternehmer im Übrigen haben ihre Unternehmen aus christlicher Verantwortung herausgeführt. Die Säkularisierung greift da ja auch jetzt so um sich. So, und deswegen ist es sehr erfolgreich gewesen. Ich glaube auch, dass man sagen darf, die Volkspartei CDU gäbe es nicht ohne die christliche Soziallehre. Dann wären wir eine konservative Partei oder wir wären eine liberale Partei, aber wir wären nicht das, was wir jetzt sind. Und ich glaube, das hätte dem Land auch nicht gut getan, wenn es uns nicht gäbe. Also, das muss man ja auch mal sagen. Und deswegen finde ich, ist das schon so, dass wir natürlich auch versuchen müssen, heute in einer
anderen Zeit, die Welt zu gestalten, indem wir uns immer vor Augen halten, wir wollen eine Politik machen, die sich an das Allgemeinwohl orientiert. Das hat ja eben der Kardinal auch sehr deutlich gesagt. Was ist eigentlich der Verdienst von Volksparteien? Dass wir keine Klientelpolitik machen können. Parteien, die antreten, um 6% zu gewinnen oder 7% zu gewinnen, können Klientelpolitik machen. Eine Partei, die antritt, die gestalten will, so wie wir es als Volksparteien verstehen, muss immer eine Partei unterschiedlicher Strömungen sein. Von armen Leuten, von reichen Leuten, von Älteren, von Jüngeren, von Landbevölkerung, von Stadtbevölkerung. Das heißt, wir müssen ja in unserem Programm einen Ausgleich bringen. Ich mache das immer so gerne deutlich an meiner eigenen Familie. Ich habe das große Glück und lebe in einer Familie, wo es über 3 Generationen noch Frauen leben. Meine Mutter 87, die Frau meiner Brüder und meine Frau, die jetzt alle so, sagen wir mal, Mitte 50 sind. Und dann haben wir natürlich auch Gott sei Dank Kinder und darunter sind 5 Töchter. Wenn sich diese 3 Generationen Frauen treffen und über Familienpolitik reden, da können Sie sich vorstellen, dass meine 87-jährige Mutter das mit der Berufstätigkeit der Frau etwas sieht, naja, es ist sehr kritisch. Die in meiner Generation sehen so, naja, wir haben wegen den Kindern auf Berufstätigkeit verzichtet, wie es damals üblich war, aber ist ja vielleicht auch ganz gut, dass unsere Töchter das nicht mehr machen müssen. Und die Töchter sagen, wir wollen ja sowieso alles miteinander vereinbaren. Aber wissen Sie, was das Spannende ist? Diese 3 Generationen, dafür lege ich die Hand ins Feuer, der Laumanns wählen CDU. Und wenn Sie jetzt im Parteipräsidium der CDU sitzen und sollen Familienpolitik definieren, die meine Mutter gefällt und die meine Tochter gefällt. An dieser Frage merken Sie, dass die Antworten nicht mehr ganz so einfach sind, wie sie früher waren. Und deswegen würde ich mal sagen, ist die Linie, die wir uns stellen müssen, wenn wir aus dieser Gedanken heraus Politik gestalten wollen, in dieser Frage zum Beispiel, was ist eigentlich gut für das Kind? Dass man in der Familienpolitik zum Beispiel das Kind in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt. Und wenn man eine gute gedeihliche Entwicklung des Kindes eben auch garantieren kann, indem wir gute Vorschule, also gute Kindergärten und so weiter haben, ist es doch in Ordnung. Aber ich muss es doch, finde ich, nicht alleine aus der Sicht von Vater und Mutter sehen, nicht aus Sicht der Firmen sehen, die unbedingt die Fachkräfte behalten wollen, sondern ich muss es doch aus dem Blickwinkel des Kindes sehen. Herr Laumann. Und daran wird doch deutlich, dass wir immer noch ganz gut drauf sind. Mhm. Unbestritten. Also das mit dem Wahlgeheimnis, da sehen wir jetzt mal alle drüber weg, dass Sie das gerade verletzt haben. Aber Sie haben ja auch nur gemutmaßt. Ne? Ach nö, das ist schon klar. In Münster ist anders gut. Sie haben von Ausgleich gesprochen und der Ausgleich, von dem Sie sprachen, der ist ja auch innerhalb Ihrer eigenen Partei nötig. Und vielleicht kommen wir jetzt mal in die Gegenwart mit dem schönen Beispiel Mindestlohn. Da gelten Sie als derjenige oder einer derjenigen, die den überhaupt mit ermöglicht haben. Und die Diskussion, die es in der gesamten Gesellschaft gibt, die hat sich ja auch in Ihrer Partei wieder gespiegelt. Die Arbeitnehmerinteressen, Mittelstandsvereinigung, Wirtschaftsflügel und eben auch die CDA. Ich wüsste gerne, wenn Sie argumentiert haben, welche Rolle haben denn tatsächlich auch christliche Argumente innerhalb Ihrer C-Partei gespielt? Also ich glaube schon, dass viele in meiner Partei sind, die sagen, wenn ein Mensch 8 Stunden am Tag fleißig arbeitet, muss er von den Früchten seiner Arbeit leben können. Das hat im Übrigen ja schon bei Leo XIII. Eine Rolle gespielt. Deshalb war es dann ja auch so, es war ja so damals, bei dieser Mindestlohndebatte in der CDU, da gab es eine Funktionärsriege, die wollten es nicht. Und dann gibt es eine Parteibasis. Und ich habe ja damals in dieser Auseinandersetzung Parteitag 60, 70 Kreisverbände auf Kreisparteitagen gesprochen. Ich habe in keinem einzigen Kreisparteitag die Abstimmung verloren. Und da waren meine wichtigsten Bündnispartner die Handwerksmeister, die gesagt haben, ja, wie wollen wir denn noch Lehrlinge ausbilden, wie wollen wir Tarifverträge einhalten, wie wollen wir dafür sorgen, dass unsere Gesellen noch Urlaubsgeld kriegen, wenn in diesem Land nichts mehr gilt. Und da habe ich wieder in meinem Leben festgestellt, dass es eben einen gewaltigen Unterschied zwischen Funktionären gibt und denen, die es wirklich machen.
war ja schön. So. Und da wissen Sie, am Parteitag der CDU, da war mir auch klar, dass ich das gewinne. Da kommen 1.000 Menschen. Von den 1.000 Menschen sind vielleicht 200 Funktionäre, aber dann hört es doch auf. Also 800 noch, die nicht Funktionäre sind. Und von daher war mir das ziemlich klar, dass das entschieden wird. Weil ich kann mir einfach einen CDU-Menschen gar nicht vorstellen, der will, dass jemand 8 Stunden am Tag arbeitet und davon nicht leben kann. Wenn man einfach sagt, ne, da muss man ja auch alles gar nicht wissenschaftlich machen, ne, aber was du nicht willst, was man dir antut, tust auch keinen anderen an. Also wer will denn von diesen CDU-Delegierten 8 Stunden am Tag arbeiten und kann davon nicht leben? Kein Mensch. Also ist doch ganz klar, das sind doch einfach sehr natürliche Dinge. Und jetzt will ich mal sagen, wir haben doch damals auch eins erlebt. Wie die Wissenschaftler sich teilweise, die auf der neoliberalen Seite stehen, was die an die Wand gemalt haben, wenn ein Mindestlohn eingeführt wird in Deutschland, was uns das an Arbeitsplätze kostet. Also wenn ich da mal an Raffelhüschen denke, wenn ich an Sinn denke. Liebe Leute, und was ist passiert? Es ist der Mindestlohn da, es ist nichts passiert. Die Leute, es verdienen ungefähr 700.000, 800.000 Menschen in unserem Land mehr Geld. Wir haben keine Arbeitsplätze verloren. Es hat sogar eine Umwandlung von geringfügiger Beschäftigung in sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung stattgefunden. Das heißt, nach dem, was wir bis heute wissen, hat der Mindestlohn eine Erfolgsstory. Und ich wundere mich einfach darüber, dass keiner mal kritisch hinterfragt, wo denn diese ganzen Leute geblieben sind, die damals genau wussten, dass es unsere Wirtschaft in Ruin treibt. Denn die, die in der CDU dagegen waren, waren ja nicht dagegen, weil sie den Leuten das Geld nicht gönnen, sondern weil sie die Sorge hatten, dass wir die Arbeitsplätze im niedrig qualifizierten Bereich verlieren würden. Das waren ja nicht Menschen, die gesagt haben, ich will den Mindestlohn nicht, weil ich das toll finde, dass Leute für so wenig Geld arbeiten müssen. Es war die Sorge um die Entwicklung, ich sag mal, einfacher Arbeit. Aber dass wir trotzdem mit dieser Art, wie wir den Mindestlohn jetzt gemacht haben, diese Arbeit im Land behalten haben, dass viele Menschen davon profitieren, ist ja auch dann eine gute Sache. Und die Wahrheit ist auch, wenn die CDU damals nicht auf die CDA gehört hätte, wäre das tolle Wahlergebnis von 43% nicht zustande gekommen. Also manch einer, der jetzt jeden Dienstag hier sitzen darf, soll daran denken, er hat es auch dieser CDA mit zu verdanken, dass er hier sitzt. So, das hätten wir auch geklärt, Herr Laumann, vielen Dank. Ich möchte gerne die Sorge um die einfache Arbeit, von der haben Sie gerade gesprochen, das mal aufgreifen, Herr Kardinal. Sie haben schon 2003 mal in der Kommission das soziale Neudenken von der Furcht geschrieben um den gesellschaftlichen Konsens und um den Zusammenhalt in unserem Land. Damit meinten Sie auch soziale Spaltung. Jetzt haben wir es 13 Jahre später und noch immer ist es so, dass unser aktivierender Sozialstaat mit Fördern und Fordern nicht alle erreicht, dass wir einen Sockel von Langzeitarbeitslosen zum Beispiel haben, den wir einfach nicht abschmelzen können und das führt natürlich bei den Betroffenen zu großer Unmut. Wie kann man nun diesen Menschen vermitteln, dass jeder gewollt ist, jeder geliebt ist, jeder gebraucht wird. Die ganz wesentliche Aussage des Christentums. Wie vermittelt man die Menschen, die in der Gesellschaft scheinbar keinen Wert haben oder keinen Platz finden? Ich glaube dennoch, dass schon sehr vieles geschehen ist, auch durch die Bemühungen der verschiedenen Gesetzesinitiativen. Aber es darf uns eben nicht zufrieden sein lassen, mit der Situation, dass wir hier weiterhin eine Langzeitarbeitslosigkeit haben. Und da braucht man auch, das haben wir immer gesagt, auch Initiativen des sogenannten dritten Arbeitsmarktes, auch Initiativen, die nicht einfach sozusagen qualifizieren für den ersten Arbeitsmarkt, wo es auch Menschen gibt, die aus bestimmten Situationen selber nicht mehr herauskommen können, aber trotzdem etwas bringen können. Auch der Mindestlohn, auch die anderen Initiativen erübrigen ja nicht solche Wege, das haben wir immer gesagt, das ist nicht die Lösung für alle Probleme, auch übrigens nicht, deswegen war ich etwas skeptischer, nicht wegen des Mindestlohns, sondern weil manche dann den Eindruck haben, naja, der Mindestlohn ist ja okay, dann gibt es eine Trendwende sozusagen hin zum Mindestlohn, etwa bei der Pflege und so weiter, das war so unsere Sorge auch. Und eben, es ist kein Instrument gegen die Altersarmut. Nicht? Das muss man wissen. Aber wenn man das alles mit im Blick hat,
kann man sehr dafür sein. Wir brauchen also über den ersten Markt hinaus sicher auch Initiativen, um Menschen mit einzubeziehen, Zuschüsse für bestimmte Gehandicapte und so weiter. Also da würde ich jetzt sagen, wir sind schon weit gekommen. Das andere kann man, glaube ich, nicht ganz abstreichen, dass eben der Staat hier eine besondere Verantwortung hat, etwa bestimmten Leuten, die nicht alle jetzt für den ersten Markt direkt qualifiziert werden können, doch so zu behandeln, dass ihre Möglichkeiten sichtbar werden können und dass sie das einbringen können. Das meine ich, wäre auf jeden Fall wichtig. Die anderen Punkte möchte ich vielleicht doch insofern erwähnen, noch im Blick auf die Gewerkschaften. Es ist natürlich so, dass Rerum Novarum noch gar nicht an diese große Gewerkschaftsbewegung denken konnte. Von beiden Seiten gab es viele Missverständnisse, von den Gewerkschaften her, die eben sehr stark sozialistisch geprägt waren. Die Vorstellung der Kirche ist sowieso eigentlich eher Mittelalter. Und die Kirche war der Meinung, die moderne Welt ist eine Bedrohung für uns. Also das brauchte eine gewisse Zeit, um dahin zu kommen. Und ein letztes, um das nochmal, da wollen Sie ja, glaube ich, noch dahin kommen mit der digitalen Revolution. Da wird das Thema Entfremdung wieder ein wichtiges Thema werden. Ist die digitale Revolution, die ja kommt, ist sie ein Instrument, damit Menschen stärker sich beteiligen können? Dient es dem Menschsein, der Entfaltung der Möglichkeiten, oder hindert es uns? Das ist wieder die Kernfrage, auch bei der digitalen Revolution, vor der ich jetzt keine Angst habe, aber die schon dazu führen kann, dass es wieder zu neuen Entfremdungsszenarien kommen kann. Vielen Dank, Herr Kardinal. Zur Digitalisierung kommen wir tatsächlich in der nächsten Runde. Ich wüsste aber gerne noch mal, Frau Hanack, mit Blick auf diejenigen, die Sorge haben. Was ja eine neuere Entwicklung ist, ist, dass inzwischen auch die Mittelschicht oft Angst hat um ihren Status. Das ist nicht mehr ein für alle Mal in Stein gemeißelt, wenn man es zu was gebracht hat. Das kann sich auch wieder ändern. Die Angst davor ist groß. Und ich wüsste gerne, was macht das mit einer Gesellschaft, wenn die soziale Unsicherheit in ihrer Mitte Einzug hält? Ja gut, jetzt muss man vielleicht noch mal dazu sagen, es ist schon eine andere Unsicherheit als zur Zeit Leo des 13., weil da bedeutete dann wirklich auch Unsicherheit, Angst vor Hunger. Angst, dass die Familie verhungert, ins Armenhaus muss oder sonst wie was. Also da waren die sozialen Verwerfungen ganz andere als heute. Wir haben ja heute ein Sozialsystem, das erst einmal, sag ich mal, in der Breite auch soziale Verwerfungen abfängt. So, das heißt, dass heute jemand Angst um seinen Arbeitsplatz hat. Das ist normal, das ist die Normalität. Kein Arbeitsplatz ist mehr so ausgestattet, dass man den 30 Jahre in einem Betrieb, in einem Unternehmen machen kann. Das heißt, wir werden also viel größere Flexibilitäten brauchen zukünftig, um auf dem Arbeitsmarkt auch mithalten zu können. Wir werden vielleicht andere Formen der Qualifizierung brauchen, der permanenten, lebensbegleitenden Qualifizierung. Auch das führt zu großen Verunsicherungen in weiten Teilen der Erwerbsbeschäftigten, weil natürlich werden permanent die Fragen an uns gestellt. Elke, reicht meine Ausbildung aus, um wirklich dann gegen die Digitalisierung gewappnet zu sein? Oder muss ich einen neuen Beruf lernen? Muss ich mich weiterqualifizieren? Und, und. Und das sind die Fragen, die uns im Moment jeden Tag begegnen. Und auch die Frage, wie groß ist denn mein Schutz, wenn mein Arbeitgeber eine besondere Flexibilität von mir fordert? Muss ich zukünftig rund um die Uhr verfügbar sein? Und wie wird meine Gesundheit im Erwerbsleben geschützt? Und. All das sind Fragen, die durchaus zu großen Verunsicherungen beitragen, für die wir aber, glaube ich, auch Lösungen finden können, die wir alle gemeinsam finden müssen, glaube ich. Damit der Mensch wirklich im Mittelpunkt steht. Ich meine, Karl-Josef, du hast es gesagt, wir haben unter großen Mühen auch in unsere CDU-Papiere, Arbeit der Zukunft, diesen Satz reingeschrieben. Der Mensch muss im Mittelpunkt stehen, im Rahmen von Digitalisierung und Arbeit 4.0. Und jetzt heißt es, diesen Satz aber auch mit Leben zu füllen und nicht zu gucken, dass er nicht nur eine Worthülse bleibt. Weil Mindestlohn war ein Beispiel. Also
Leo der 13. hat damals schon was anderes gefordert. Der hat einen gerechten Lohn gefordert. Im Grunde hat er einen Dreiklang gefordert. Gute Arbeitsbedingungen. Er hat gesagt, einen gerechten Lohn auch für die Frau und das Kind. Und er hat gesagt, der Lohn muss so gut sein, dass man davon auch die Möglichkeit hat, Eigentum zu bilden. So, das war der Dreiklang, den er im Grunde gefordert hat. Von all dem haben wir bis heute nichts richtig umgesetzt. Wenn man es weltweit betrachtet, haben wir noch unglaublich viel zu tun. Aber wenn wir nur die drei Sachen umsetzen können in Deutschland, gute Arbeitsbedingungen, dazu gehört auch ein guter Arbeitsschutz, guter Gesundheitsschutz. Peter Weiß kann dazu noch viel mehr sagen. Einen gerechten Lohn und das heißt für mich auch einen tariflichen Lohn. Der gesetzliche Mindestlohn ist eine untere Haltelinie für diejenigen, die keinen Schutz über Tarifverträge haben. Aber wir müssen den Schutz der Tarifverträge vergrößern in Deutschland, die Tarifbindung vergrößern. Und dazu brauchen wir starke Arbeitgeberverbände, die nicht andere Arbeitgeber einladen, werdet doch Teil unseres Arbeitgeberverbandes, aber Tarifbindung braucht da nicht einzuhalten. OT-Mitgliedschaften nennt man das ohne Tarifbindung. Das geht nicht, wenn man Tarifbindung stärken will. Und der dritte Punkt, auch Geld, so einen Lohn zu haben, dass man davon etwas sparen kann. Ich meine, auch eine alte CDA-Forderung, auch Beteiligung am Kapitalvermögen. Ich glaube, dass das auch eine Forderung ist, die wir wieder aufnehmen müssen. Aber wenn wir diese drei Sachen hinkriegen, glaube ich, haben wir schon viel gewonnen, mal ohne wirklich ins Detail der Digitalisierung zu gehen. Vielen Dank. Wenn Leo von einem Lohn sprach, der dazu reichen muss, eine Familie zu ernähren, dann ging es ja damals nicht um 1,7 Kinder, sondern eher so um 10. Auch nochmal vielleicht ein interessanter Aspekt. Herr Barrenstein, eigentlich ist es, finde ich, es wird so ein bisschen widersprüchlich. Sie haben es schon gesagt, Herr Laumann hat es bekräftigt. Eigentlich haben wir eine historisch einmalige, gute Situation. Und trotzdem, gerade mit Blick auf wirtschaftliche Entwicklung, haben wir diese scheinbar zunehmenden Phänomene Unzufriedenheit, Unsicherheit, Demokratie, Verdrossenheit. Ich wüsste auch von Ihnen gerne, was macht das mit einer Gesellschaft und wie können Unternehmen zum Beispiel da auch positiv wirksam werden? Ich bin ja kein Politiker, sondern ich bin Wirtschaftswissenschaftler. Mir stellt sich die Situation so dar, wenn ich das mal vielleicht analog machen darf zu einem sehr erfolgreichen Unternehmen. Das ist ein Unternehmen, das ist außerordentlich erfolgreich gewesen im Wettbewerb, wie unser Land sehr erfolgreich gewesen ist, auch im Wettbewerb zu anderen Ländern. Das Ergebnis ist, oder das ist sehr erfolgreich gewesen und die Menschen im Unternehmen, die jetzt heute dort arbeiten, wissen aber gar nicht mehr, warum das so gekommen ist. Das ist die Frage nach den Quellen. Was hat uns eigentlich geprägt? Deswegen ist ja so ein Kongress so gut, wie wir ihn hier haben, wo wieder diese Quellen hervorgerufen und wiederbelebt werden sollen. Und zum Dritten, die Menschen wissen nicht, was die Quellen sind, sind aber aufgrund ihrer guten Situation satt. Sie genießen das, was sie haben, und sie sind aber in einer Situation, wo sie sagen, eigentlich geht es uns unheimlich gut. Wir wissen nicht genau, wie das gekommen ist. Unsere Führung ist auch nicht so, dass wir sagen, das sind jetzt die strategischen Helden, die da an der Spitze sind. Und was jetzt passiert ist, dass plötzlich drumherum Dinge passieren, die neu sind, dass Veränderungen eintreten. Also da kommen neue Wettbewerber, da ändern sich Gesetzeslagen, da ändern sich Grundlagen für den Absatz der Vergangenheit und Leute bekommen plötzlich Angst. Und was dann typischerweise passiert in so einem Unternehmen ist, dass die Führung ausgewechselt wird. Da kommen dann möglicherweise Scharlatane an die Führung, die das tolle versprechen. Die Leute rennen denen aber nach. Und wenn ich dann diese Analogie sozusagen dort mal nutzen darf, dann ist das, was man in diesem Raum vielleicht gar nicht sagen darf, weil man das Wort nicht erwähnen darf. Aber das sind dann die Leute, die eben halt dann AfD wählen, weil sie halt sagen, da gibt es eben halt vermeintlich Menschen, die mir helfen können, aus diesem Schlamassel, obwohl es mir noch gut geht, rauszukommen. Interessanterweise ist ja, wenn ich mit meinen amerikanischen Kollegen rede, dass die Diskussion mit Trump gar nicht viel anders. Auch dort eben halt ein Heilsbringer, der im Grunde genommen in einer guten Situation den Leuten was vorgaukelt, ohne im Detail überhaupt zu sagen, was er machen will. Leute rennen ihm nach. Was, glaube ich, notwendig wäre in diesem Unternehmen, statt dieser Scharlatane, die dann da agieren, wäre ein Visionär, sehr anknüpfend an das, was Kardinal Marx gesagt hat, denn das, was damals passiert ist bei der katholischen Soziallehre, war ja eine
das war eine aus meiner Sicht revolutionäre Vision, die da. Das war ja unglaublich für eine damalige Zeit, was dort den Menschen versprochen worden ist. Ähnlich wie, ich muss meine evangelische Seite mit reinbringen, was die Freiburger Kreis gemacht haben, dann eben halt zum Beginn unseres Wirtschaftswunders hier. Das war total visionär und die Leute waren begeistert. Und das ist heute nicht mehr da. Das heißt, wenn Sie heute mit Menschen sprechen und Sie über Europa reden, dann ist Europa eher etwas Beängstigendes. Nehmen Sie Flüchtlinge als Thema. Wenn Sie diese ganzen Stichworte nehmen, Industrie 4.0, wenn Sie TTIP nehmen, wenn Sie all diese Buzzwords nehmen, die heute in der Diskussion sind, dann führen die alle dazu, dass das nicht weiter im Detail diskutiert wird, sondern dass Menschen Angst haben und sagen, da passiert was ganz Gruseliges, Amorphes, was mich hier in einer Art und Weise möglicherweise beeinflusst, wie es schlecht ist. Und die Auflösung daraus kann meiner Ansicht nach nur sein, dass wir tatsächlich, und da würde ich jetzt sozusagen den Bogen zu Ihrer Frage auch zurückziehen und sagen, da spielen auch die Unternehmen eine große Rolle dabei, genau wie die Politiker und wie die Kirchen, meine Kirche und die katholische Kirche, dass wir in der Lage sind, den Menschen wieder eine Vision, ein Zielbild zu formulieren, beispielsweise für Europa, wo wir sagen, es lohnt sich dafür zu kämpfen. Und da gibt es eben halt in diesen verschiedenen Buzz-Themen, die ich eben angeführt habe, eben halt eine ganze Menge von durchaus positiven Elementen, die dein individuelles Leben und das Leben unserer Gesellschaft zum Guten verändert. Ich glaube, das fehlt heute und das muss deutlicher thematisiert werden. Vielen Dank, Herr Barenstein. Vielleicht können wir das mit der Vision, mit dem Zielbild auch mal anwenden auf den wohl wichtigsten Treiber von Veränderungen in der Wirtschaft, aber eben auch in der Gesellschaft, der Digitalisierung. Herr Laumann, die wird unser aller Arbeitswelt sehr umkrempeln, nicht weniger als früher die Erfindung der Dampfmaschine. Letztlich wird wohl jeder von veränderten Arbeitsabläufen betroffen sein. Das klingt für viele vor allem erschreckend, aber wenn wir das uns jetzt mal zu Herzen nehmen, was Herr Barenstein gesagt hat, wo ist da die Vision? Es kann ja auch eine Chance sein. Ja, es wird beides sein. Erst einmal ist, glaube ich, im jetzigen Zeitpunkt für die Debatte um die Digitalisierung unser größtes Problem. Ich will mich da gerne selber einbegreifen, dass viele von uns gar nicht genau beschreiben können, wie sich die Arbeitswelt verändern wird. Wir stehen da, wir wissen, da kommt was auf uns zu. Das wird gewaltige Veränderungen bedeuten. Aber was das dann genau ist, das können wir noch nicht beschreiben. Und das macht natürlich unsicher. Ich würde es mal so sagen, ich erlebe das auch immer so in den politischen Debatten, die etwas Älteren sagen, na ja, ist schon ganz gut, dass ich so alt bin, ich werde es ja nicht mehr in der Arbeitswelt mitmachen müssen. Und die Jungen sagen, na ja, was kommt da auf uns zu? Oder das mittlere Alter. Und deswegen glaube ich, dass wir Antworten suchen müssen, wo wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, das ist ja nicht nur eine Frage von Politik, wie können wir eigentlich Flexibilität mit Sicherheit verbinden? Die Menschen brauchen Sicherheit. Und damit unser Land erfolgreich ist, können wir nicht nur statisch denken, sondern wir müssen Veränderungen annehmen und sie gestalten. Denn ansonsten werden wir den Wettbewerb, davon bin ich überzeugt, nicht gewinnen. Und ich glaube, die Leute nehmen manchmal so wahr, dass wir ihnen diese ganzen Unsicherheiten toll finden, ihnen aber an Sicherheit nichts geben. Und das führt natürlich dann dazu, dass die Leute sagen, na ja, wie soll ich denn zum Beispiel Eigentum bilden? Wie soll ich eine Familie gründen? Das sind ja alles so Lebensentscheidungen im Menschenleben, wo man auch gerne ein bisschen Sicherheit hätte. Wenn ich ein Wohneigentum erwerbe, heißt das doch auch, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass ich viele Jahre auch da bleibe, wo ich es erwerbe. Das brauchen wir im Übrigen ganz dringend, dass Leute ein Heimatgefühl kriegen, dass sie sich engagieren. Wer wird sich noch ehrenamtlich engagieren, wenn man kein Heimatgefühl mehr entwickelt? Man engagiert sich doch nur für seine Gemeinde dann, wenn man sie lieb hat, wenn man sie gestalten möchte. Wenn ich irgendwo 2-3 Jahre bin, naja. Und deswegen glaube ich, dass wir gerade auch als Volkspartei darüber nachdenken müssen, wie können wir diese Sicherheit geben. So, und da werden wir, glaube ich, auch einige Tabus diskutieren müssen.
Also wenn zum Beispiel Digitalisierung bedeutet, dass es mehr Selbstständigkeit im Kleinstbereich geben wird, was wir heute Solo-Selbstständigkeit nennen würden, dann muss ich doch überlegen, kann ich auch diese Solo-Selbstständigkeit einen Ordnungsrahmen geben? Da habe ich auch noch nicht alle Antworten. Aber eine ist für mich vollkommen klar. Ich glaube, dass man schon die Selbstständigkeit im vollen Umfang in die Sozialversicherung integrieren muss. Und das nicht nur der privaten, kapitalgedeckten, freiwilligen Vorsorge überlassen kann. Denn ich glaube nicht, dass das gut geht. Gut, das habe ich meiner Partei schon so weit, Elke hat derbe mitgestritten, dass wir sagen, wir wollen zum Beispiel, dass alle Leute nachweisen müssen, dass sie fürs Alter abgesichert sind, egal wo. Da kann ich nur sagen, das ist schon mal ganz gut gedacht, es ist aber nur halb gedacht, denn Sie können die Rentenversicherung nicht in die Freiwilligkeit stellen. Es wird Sie nicht überleben. Wenn Sie ein paar Selbstständige haben, ist das kein Problem. Aber wenn das wirklich eine große Entwicklung wird, können Sie das nicht in die Freiwilligkeit stellen. Also muss man über die Frage Weiterentwicklung der Rentenversicherung zu einer Versicherung für alle nachdenken. Man kann mal die Beamten rauslassen, weil wir ein anderes Versorgungssystem haben. Deswegen nehme ich das Wort Erwerbstätigenversicherung nicht so gerne in den Mund, weil Sie dann wieder ganz andere Debatten kriegen. Wir haben auch verkammerte Systeme, kein Problem. Aber ich glaube schon, dass das richtig war. Die Handwerker sind immer in der Rentenversicherung gewesen. Es hat keine Selbstständigkeitsdrang der Handwerker gelähmt. Wir haben in den 60er Jahren nochmal die Bauern in die Rentenversicherung aufgenommen. Ich komme aus dem Münsterland, wenn ich mir den Strukturwandel der Landwirtschaft angucke und die alten Bauern hätten heute keine Rente, hätten wir bittere Armut auf manchem Bauernhof. Bittere Armut. Also war auch in den 60er Jahren diese Entscheidung nochmal richtig. Also würde ich das nehmen. Wir werden sicherlich auch über die Frage, die Elke angesprochen hat, reden. Wie ist das mit der Erreichbarkeit? Es muss Zeiten der Arbeit geben, es muss aber auch Zeiten geben, wo ich privat bin. Und ich glaube, wir müssen eine Kultur im Volk entwickeln, aber das muss auch mit Ordnungsrahmen zu tun haben, dass man auch weiß, man kann nicht rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Denn die ganze Entwicklung, die ich als Gesundheitsbürger zurzeit sehe, unsere Riesenkostensteigerung im Gesundheitsbereich für den Bereich psychischer Erkrankungen, macht mir schon Sorgen. Muss ja ein bisschen mal überlegen, wovon kommt das? Und also ich habe noch nicht die Antwort genau, wie wir es machen, aber ich finde, wir müssen die Überschrift machen, Sicherheit und Flexibilität. Aber nicht nur sagen Flexibilität, sondern wir müssen gucken, wie können wir das rechte Maß von Sicherheit und Flexibilität miteinander verbinden. Und dann auch einfach denken, die Digitalisierung mache sein, wie will, aber trotzdem wird ein paar Dinge, das Menschenleben sich nicht verändern. Menschen werden immer, hoffe ich, Familien gründen wollen. Wenn man sich für ein Kind entscheidet, übernimmt man für 20, 25, vielleicht sogar 30 Jahre Verantwortung mit den heutigen Ausbildungszeiten. Dann möchte ich glaube, dass Menschen in so einer Situation, wenn sie das entscheiden sollen, auch ein Stück Sicherheit haben wollen. Dass sie wissen, ja, wir können uns das auch wirtschaftlich jetzt erlauben. Wir haben einen Plan, wie wir unser Leben gestalten wollen. So, und ich finde, eine Gesellschaft muss immer so sein, und da gilt dann wieder die alte christliche Soziallehre, das Wichtigste in der Staat sind die Familien. Und wir müssen die Arbeitswelt so bauen, dass Menschen in Familie leben können. Denn ein Staat ohne Familie, wie wir auch Familie immer definieren mögen, aber ein Staat ohne Familie hat eben keine Zukunft. Und da kann man wieder, finde ich, wunderbar anknüpfen an das, was vor 125 Jahren erdacht worden ist, auch als ein Grundpfeiler für das, was wir jetzt in unserer Generation neu erdenken müssen, wenn wir über eine Digitalisierungsfrage nachdenken, ja, die vieles zurzeit uns deutlich macht, was sie noch nicht so richtig packen können. Herr Laumann, ich würde gerne das Stichwort Ordnungsrahmen nochmal aufgreifen und vom Münsterland mit Ihnen, Kardinal Marx, in Silicon Valley gehen, weil da vielleicht ganz deutlich wird, wie wichtig so ein Ordnungsrahmen ist. Sie haben über eine Reise berichtet, die Sie, so hatte ich beim Lesen den Eindruck, sehr, sehr beeindruckt hat. Und mir ist hängen geblieben die Aussage, der Gedanke bei den Gründern dort im Silicon Valley, etwas, das machbar ist, was technisch machbar ist, nicht umzusetzen, weil es ethische
Bedenken gibt, der erscheint dort vollkommen abwegig. Das zeigt ja, wie wichtig ein Rahmen ist. Jetzt sagt zugleich der österreichische Theologe Zulehner, wir hätten den Quantensprung noch gar nicht geschafft von der Dampfmaschine zum Mikrochip, wenn es um Soziales, um Ethisches und Politisches geht. Das zeigt, wie dringlich wir diesen Rahmen brauchen, oder? Ja, ohne Zweifel. Wir haben natürlich eine ökonomische Entwicklung, wir könnten sagen, einen beschleunigten Kapitalismus, ich habe ja kurz das angedeutet, der natürlich durch die technische Entwicklung noch einmal befeuert wird. Das bedingt sich gegenseitig. Das heißt, die Gewinnerwartungen, die verknüpft sind mit technischen Entwicklungen im Bereich eben Internet und im Bereich von Digitalisierung, sind exorbitant. Wenn wir alleine hören, was die Unternehmen wert sind, wenn sie verkauft sind, was wir in den letzten 20 Jahren da erlebt haben, da geht kapitalistisch gesehen natürlich die Post ab. Gleichzeitig haben wir keine kulturelle Globalisierung, und das habe ich eben nicht erwähnt, damit es nicht so lange dauert, aber das haben wir überhaupt nicht, sondern wenn eine wirtschaftliche Globalisierung, kulturell ist es sehr viel schwieriger, und erst recht keine politische Globalisierung im Sinne von auch nur Ansätzen von ordnungspolitischen Rahmenbedingungen. Ein paar Dinge sind da, WTO habe ich angesprochen, oder eben auch die Frage, wie wir auf einer Weltebene im Blick auf Klima etwas machen. Da sind Dinge vorangegangen. Ob das jetzt ratifiziert wird, ist noch einmal eine andere Frage nach Paris, aber eben hier nicht. Und diese großen Unternehmen wie Google und Facebook und Apple, wo ich war, haben natürlich eine Weltvision. Für die zählen keine Nationalstaaten mehr. Sie sind global tätig und sie wissen mittlerweile, und das ist ja die Gefährdung auch darin, dass wir immer mehr von ihnen abhängig werden, weil sie so dominant sind. Sie erleben das ja manchmal an den Diskussionen, dann Google gegen irgendeinen Staat oder gegen Europäische Union. Aber es ist nicht unmöglich. Wenn man, und Herr Laumann hat darauf hingewiesen, die letzten 100 Jahre anschaut, natürlich war das nur möglich mit vielen Kämpfen, auch mit Auseinandersetzungen. Wie bekommen wir eine technische Entwicklung in den Griff, wie bekommen wir sie so organisiert, etwa Internet oder dass Familien nicht mehr in drei Generationen in einem Hause wohnen und die Arbeitsplätze eben woanders entstehen. Wie bekommen wir das so in den Griff, dass der Mensch weiter in den Mittelpunkt steht und eben das den Familien dient. Das ist völlig genau, bin ich seiner Meinung, das ist die Linie. Das heißt, es geht um eine Erneuerung des Sozialstaates, eine Anpassung des Sozialstaates auch an diese Verhältnisse. Und auch eine Korrektur möglicherweise, denn nicht alles, was möglich ist, darf auch einfach gemacht werden. Wir haben in allen Bereichen Folgenabschätzungsdiskussionen und das muss hier auch erfolgen. Aber hier ist niemand, der darüber steht und sozusagen eine Entscheidung fällen kann. Und das ist im Grunde auch, was Papst Franziskus in Laudato Si sagt. Die Grundelemente des Sozialstaates, wie eben schon genannt, die bleiben erhalten. Die Solidarität der Starken mit den Schwachen, der jetzt Arbeitenden mit denen, die nicht mehr arbeiten, der Gesunden mit den Kranken. Das sind die wesentlichen Säulen des Sozialstaates. Die muss man jetzt anpassen auf die anderen Verhältnisse. Und wir brauchen auf der globalen Ebene wirklich klare Orientierungsrahmen und auch insofern wirklich multilaterale Handelsabkommen, die eben deutlich machen, was wir wollen und was wir nicht wollen. Also da kann man schon Sorge haben, dass diese digitale Revolution sich so verselbstständigt, dass im Grunde genommen wir nur nachhinken und nachher noch die schlimmsten Auswüchse ein bisschen korrigieren, aber nicht mehr deutlich sagen, was wollen wir eigentlich und welche Folgen wollen wir auf keinen Fall akzeptieren. Aber ich bin nicht so pessimistisch, dass das nicht möglich wäre. Wir haben es eigentlich in den letzten 100 Jahren gezeigt, es ist möglich, solche ordnungspolitischen Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber das wäre eine große Aufgabe, gerade auch der christlich-sozialen, weltweit. Ich träume ja auch manchmal von einer weltweiten Verbindung der christlich-sozialen. Das wäre Ihre Aufgabe. Laudato Si hat so etwas so in Gang gebracht. Wir haben also durch die Enzyklika Laudato Si ist weltweit tatsächlich auch die Bewegung hin zur Nachhaltigkeit, zur Einbeziehung der Armen, zur Weltgemeinwohl hin sichtbarer geworden. Aber ich vermisse, dass wir da vielleicht noch stärker auch als Kirche einsteigen in eine solche Sozialbewegung, die notwendig ist, damit solche Rahmenbedingungen auch entstehen. Es muss immer auch politischen Druck geben von unten, damit politische Rahmenbedingungen gesetzt werden. Sonst funktioniert das nicht.
Danke schön, Kardinal Marx. Ich würde gerne zunächst die Protestanten noch mal mit ins Boot holen, Herr Barenstein, nicht, dass Sie zu kurz kommen. Wolfgang Huber hat anlässlich der CeBIT darauf hingewiesen, dass die Digitalisierung ja keine Naturgewalt ist, die über uns hereinbricht, sondern dass man das gestalten kann. Als langjähriger Unternehmensberater sind Sie Experte für so Change-Prozesse. Ich frage mich, ist das denn realistisch, die Gestaltbarkeit dieser Aussage, wenn wir doch sehen, dass die Technik immer viel schneller ist und dass Gesellschaft und Politik ja letztlich hinterherhinken in ihrem Ordnungsrahmen? Ich kann im Grunde nur das wiederholen, was Kardinal Marx gesagt hat. Dazu bedarf es eines Ordnungsrahmens, der das gestaltet. Ich bin aber dort auch als Christ außerordentlich optimistisch. Also die Entwicklung, die wir jetzt hier haben, ist ja insofern keine neue Entwicklung, als dass, wenn Sie zurückdenken an die letzten 100 Jahre, wir dort immer ganz radikale Brüche gehabt haben. Also von der Agrarwirtschaft, wo über 90% der Menschen gearbeitet haben, heute sind es, glaube ich, 2% oder sowas von Menschen, die dort arbeiten, zur Industriegesellschaft, zur Wissensgesellschaft und jetzt zu dieser vernetzten Gesellschaft, die jetzt kommt. Ja, ich glaube, da wird es ganz radikale Brüche geben. Ja, ich glaube, da werden ganz, ganz viele Arbeitsplätze wegfallen in bestimmten Bereichen, die auch mir sich verschließen, wo ich gar nicht weiß genau, was da passiert. Aber die Entwicklung der vergangenen 100 Jahre lassen mich hoffen und lassen mich glauben, dass wir das genauso wieder hinkriegen werden, dass auch neue Jobs wieder entstehen werden. Damit sage ich nicht, dass man sich jetzt zurücklehnen sollte und sagen sollte, jetzt, das wird alles automatisch passieren und der liebe Gott wird das alles schon richtig richten. Der liebe Gott, der erwartet schon von uns, dass wir das aktiv gestalten. Na klar, und dazu braucht es eben halt diesen Ordnungsrahmen. Wobei die Komplexität, die wir heute haben, wahrscheinlich im Vergleich zu den Entwicklungen der vergangenen 100 Jahre, die ist, dass das sich heute alles in einer so globalen Form abspielt und damit auch eben halt nicht durch ein Gesetz des Deutschen Bundestages steuerbar ist in allen Dimensionen, wie wir es in der Vergangenheit nicht erlebt haben. Und gerade deswegen ist es ja erforderlich, dass eben halt auf internationaler und globaler Ebene dort gemeinsam daran gearbeitet wird. Wie schwer das ist, zeigt ja die schon angesprochene Diskussion in den Finanzmärkten. Das ist ja ehrlicherweise bis heute noch nicht richtig gelungen, dort im Grunde genommen einen Ordnungsrahmen so zu definieren, dass sowas, wie es vor einigen Jahren passiert ist, nicht mehr passieren kann. Also die Aufgabe bleibt, klar. Das aktive Gestalten würde ich gerne noch mal aufgreifen, dieses göttliche Gebot, von dem Sie gerade sprachen. In der Marktwirtschaft gehörten zu den aktiven Gestaltern immer die Sozialpartner, Frau Hanack. Und jetzt hat ja Herr Laumann vorhin schon neue Phänomene angesprochen, Clickworking, Crowdworking, MyHammer-Plattform und so weiter. Das alles verändert diese eingeübte Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Gewerkschaften. Wie können Sie verhindern, dass diese Sozialpartnerschaft an Wert verliert? Wie können Sie ihr einen Mehrwert wieder zurückgeben? Und diese Leute einfangen, die ja vielleicht denken, sie brauchen gar keine Gewerkschaften. Also erstmal, glaube ich, kann man feststellen, dass die Sozialpartnerschaft in Deutschland ausgesprochen gut funktioniert. Hat in den vergangenen Jahren und auch heute gut funktioniert. Dass wir dennoch auch in unsere CDU-Papiere reingeschrieben haben, wir brauchen eine Sozialpartnerschaft 4.0. hat damit zu tun, dass sich eben die Verhältnisse, die zu gestalten sind, verändern werden. Insofern müssen wir auch unsere Sozialpartnerschaft weiterentwickeln. Und ich meine, das, was häufig immer auch so als Beispiel genannt wird, haben wir denn zukünftig überhaupt noch die Betriebsstätten oder arbeiten die Leute nur noch von wo auch immer an ihren PCs oder Laptops oder sonst wie was? Und haben sozusagen gar kein Arbeitszuhause mehr, wo sie beispielsweise auch unter dem Schutz eines Betriebsrats oder eines Personalrats stehen. Und wie können wir da sozusagen auch einen neuen Schutz einziehen? Das müssen alles Fragen sein, mit denen wir uns befassen. Reicht die Mitbestimmung aus? Die vielen Gesetze, die es ja schon gibt als Ordnungsrahmen für die Interessensvertretung. Und das haben wir ja gerade auch gehört, wie wichtig auch Papst Leo schon die Interessensvertretung der Arbeiter war. Reicht das heute aus? Oder müssen wir auch die Mitbestimmung weiterentwickeln, damit wir eben Beschäftigungsverhältnisse, die wir heute noch gar nicht kennen, die, wo wir wissen beim Crowdworking, Clickworking und wie das alles heißt, dass da Beschäftigungsverhältnisse auf uns zukommen, die aber auch geschützt werden müssen, wie die heutigen Arbeitsverhältnisse. All das, glaube ich, muss man dann auch in einer neuen Sozialpartnerschaft austarieren und vordenken. Ich will aber auch dazu sagen, ich bin jetzt niemand,
die sozusagen Angst macht. Ich glaube, wir haben schon verschiedene Digitalisierungsprozesse in den letzten Jahren in Deutschland hinter uns gebracht und erlebt. Und ich erinnere nur an einen riesigen Digitalisierungsprozess, die Einführung der EDV in Deutschland. Hat übrigens Hunderttausende von Arbeitsplätzen vernichtet. Die Einführung im Handel, des Onlinehandels, die Weiterentwicklung im Onlinehandel hat viele Arbeitsplätze vernichtet in Deutschland. Die Einführung von Scannerkassen im Einzelhandel oder den kassiererlosen Kassen IKEA, Sie kennen sie wahrscheinlich alle, wo man selber noch Geld bezahlen muss im Grunde dafür, dass man selber seine Waren übers Band zieht. All das sind Digitalisierungsprozesse gewesen, die zum Teil abgeschlossen sind, zum Teil noch im Gange sind, woanders noch gar nicht begonnen haben. Und insofern, glaube ich, muss man sich jede Branche sehr, sehr genau angucken. Und ich glaube, einig sind wir da übrigens auch mit unseren Arbeitgeberverbänden in Deutschland. Wir werden mehr Flexibilität brauchen für die Zukunft. Und ich glaube auch, dass Flexibilität und Sicherheit die beiden Themen sind, die wir in einer neuen Sozialpartnerschaft bearbeiten müssen. Aber ich sage auch, Sicherheit ist die Voraussetzung für Flexibilität. Und wenn wir es nicht hinkriegen, die notwendige Sicherheit für alle Beschäftigten in allen Beschäftigungsformen hinzubekommen, wird es keine neue Flexibilität in Deutschland geben. Das sage ich auch sehr, sehr deutlich. Und deshalb glaube ich, muss die Sozialpartnerschaft hier auch noch mal neu austariert werden. Da muss man auch mal vordenken. Und wenn wir das hinkriegen, alles sozusagen auf gleichen Werten, die uns verbinden, auch hinzubekommen, haben wir ganz, ganz viel erreicht in Deutschland. Da werden wir beneidet in der Welt um unsere Sozialpartnerschaft. Und ich glaube, sie ist es wirklich wert, auch weiterentwickelt zu werden. Aber auf den Grundwerten, die wir ja auch miteinander diskutiert werden, dazu gehört für mich eben, immer darauf zu achten, dass die Menschenwürde gewahrt bleibt und immer darauf zu achten, dass wir solidarisch agieren im Erwerbsleben genauso wie im ganz normalen Leben. Vielen Dank, Frau Hanack. Meine Damen und Herren, wir sind gespannt auf Ihre Fragen. Sie sehen, im Saal stehen Mikrofone, einmal hier im Gang drei Stück und dort auch. Und ich sehe jetzt zurzeit zwei Wortmeldungen und bitte die Herren doch bitte zu dem Mikrofon zu gehen. Sie, mein Herr, wir schauen uns gerade an und dann der Herr hier vorne. Und wenn Sie sich kurz vorstellen und ich bitte Sie, Fragen sind toll, Referate bitte ganz kurz halten, damit möglichst viele drankommen können. Danke. Ja, hören Sie mich? Erstmal möchte ich mich bei Herrn Kardinal Marx sehr bedanken. Es freut mich, dass er so einen schönen Namen hat. Ich bin über 40 Jahre im Sozialismus groß geworden, habe dort meine gute Schulbildung erhalten können und bin ab der 5. Klasse schon Atheist geworden. Und trotzdem gefallen mir natürlich manchmal Reden, die manchmal nicht bis ins Detail nachzuvollziehen sind. Das Naturrecht, was wollte Gott in den Menschen hineinpflanzen, was ist ihm gelungen, was ist ihm nicht gelungen, ein schwieriges Problem. Ihre Ausführungen haben mir deshalb so gut gefallen, weil Sie sehr vieles auf den konkreten Punkt gebracht haben und ich würde mir wünschen, dass Sie jeden Tag im Bundestag so eine Rede halten dürften, damit seitens der Politik man endlich mal das Gefühl bekommen könnte, es geht ein Stück nach vorn. Aber ich muss sagen, in den letzten 25 Jahren habe ich eher das Gegenteil erlebt. Ich möchte mal ein ganz kleines Beispiel bringen. Wenn Sie kein Beispiel bringen, verzeihen Sie bitte, wenn Sie uns sagen, wer Sie sind und vielleicht eine kleine Frage an Sie. Ich bin Seniorenvertreter in Marzahn-Hellersdorf. Und Sie heißen? Heiße Christian Müller. Ich setze mich für die Interessen der älteren Menschen ein. Und sage Ihnen mal ein Beispiel, was hier wahrscheinlich keiner weiß. Herr Müller, ich möchte Sie bitten, kein Beispiel. Sagen Sie doch, kleiden Sie das Beispiel in eine Frage. Ja, in eine kurze Frage, weil halb müssen wir leider. Ja, eine Frage. Wissen Sie, dass bei den Rentnern, wo die Rente zu gering ist, dass sie Grundsicherung beantragen müssen, wenn sich dann die Rente um ein paar Prozentpunkte erhöht, dass das bei der Grundsicherung generell wieder abgezogen wird, sodass die immer plus minus null haben?
Danke, Herr Müller. Aber Sie wollen wahrscheinlich noch mehr dazu sagen, Herr Laumann oder Kardinal Marx, als dass Sie es wissen, ne? Ja, also erstens wissen wir es. Aber wenn Sie gerade gesagt haben, Sie haben in den letzten 25 Jahren da nicht sehr viel Positives erlebt, da möchte ich jetzt nun mal ganz ruhig nachfragen. Geht es nicht auch in Ihrer Heimat heute den Rentner besser wie zu DDR-Zeiten? Ist nicht auch in Ihrer Heimat heute die gesundheitliche Versorgung der älteren Menschen besser wie zu DDR-Zeiten? Also, wissen Sie, ich glaube, wenn ich mir ein Altenpflegeheim heute anschaue und wenn ich mir die anschaue, die ich 1990 gesehen habe, ich habe in der Nähe von Schwerin eins gesehen, da war ein Schlafsaal mit 8 Betten. Das war Standard. Also, jetzt sollte man mal, das ist ja auch das Verrückte, dass die Leute, die über 25 Jahre Veränderungen nicht mal mehr wahrnehmen. Und deswegen muss ich das auch mal so sagen. Die Sache Grundsicherung ist natürlich von unserer Systematik klar. Wir haben in der Grundsicherung definiert nach einem Warenkorb, was ist zur Existenzsicherung eines Menschen unabdingbar notwendig. Und jede Leistung, die ich außerhalb der Grundsicherung bekomme, wird auf die Grundsicherung angerechnet. Das ist nun mal das Prinzip, was ich auch im Grunde für richtig halte. Danke schön, Herr Laumann. Danke schön, Herr Müller, für Ihre Frage. Der Herr hier vorne. Und dann sah ich auch den Herrn mit dem Bart. Ne? Vielleicht machen Sie sich auch gleich auf den Weg. Wir können die beiden Fragen auch gerne hintereinander machen. Ich bin Andras aus der Türkei. Ich bin ein Moslem und ich grüße Sie von Herzen alle Redner und die ganze Gesellschaft. Ich habe zwei Fragen, Herr Bischof Marx. Sie haben schon mit Recht gesagt, dass Sie, jeder Mensch ist Gottes Geschenk auf dieser Erde und hat Würde. Nun, ich habe mit vielen Deutschen spreche ich täglich, seit 60 Jahren lebe ich in Deutschland, dass Sie nicht einverstanden sind mit der Erbsünde. Wie ist das der Erbsünde in christlichen Religion mit der Menschenwürde zu tun? Welche Rolle spielt das? Und zweite ist Dreieinigkeit des Gottes auch. Bei den vielen Deutschen ist eine Frage, wie sie das auch vorstellen. Das ist die Frage religiös und wirtschaftlich, würde ich sagen. Der Kapitalismus ist ja 15. Jahrhundert von Calvin aufgeworfen wurde, von Max Weber sagt auch. Welche Rolle spielt jetzt dieser Kapitalismus auf die Gesellschaft? Nämlich, ich beobachte, dass dieser schnelles Leben und wirtschaftliche Streben behindert auch bei vielen Familien Gefühle zu fördern, nämlich die Kinder haben keine Zeit mit den Eltern, die Eltern haben keine Zeit, den Kindern Liebe zu geben. Wie geht diese Gesellschaft weiter? Ganz herzlichen Dank, Herr Ambatsch. Das ist eine Frage mit der Erbsünde, Herr Kardinal. Da sind alle überfordert, außer Ihnen. Okay, mein Name ist Octavian Constantin Oana. Ich bin der Präsident vom Christlich-Demokratischen Arbeitnehmer von Rumänien und der Präsident vom Christlich-Demokratischen Diaspora von Rumänien. Ich habe eine Frage, welche sicher in erster Reihe zu dem Kardinal Marx gerichtet ist, aber auch zu dem Herrn Barenstein, zu meinem Kollegen Karl-Josef Laumann und die Frau Hanake. Gibt Gedanken, dass Rerum Novarum auch in andere, besonders osteuropäische Länder reinzubringen ist, kann, muss. Und ich frage das mit eigenen Gedanken, was auch der Kardinal Marx gesagt hat, über die europäische und Weltgemeinwohl. Weil anders, ich befürchte, ich bin Deutsche, ich bin Rumäne, ich gehöre auch zu dem CDU, ich gehöre auch zu dem DCD. Nur, wann die schwachen Institutionen, die Korruption vom Regierung, vom Kirche in Rumänien nicht bekämpft sind, dann werden wir zu kämpfen mit autoritären Institutionen. Es wird dieses Nationalismus, welcher schon auf dem Schwung ist wegen der Flüchtlingskrise. Übrigens, ich bin ein anerkannter Asylbewerber
von 1990, dass die Sache klar ist. Und ich frage mich, wie werden wir dieses Nationalismus und diese Diktatur nachher bekämpfen, weil wir nicht in der Lage sind, Rerum Novarum auch dort ins Leben zu bringen. Und da ist eine Frage, wo, zwei Worte, wo sehe ich so, dass die Kirche eine große Rolle spielen kann unter den Umständen, dass diese Völker vom Südosteuropa, sage ich so, glaubiger sind. Danke. Danke Ihnen. Herr Kardinal, wir können nicht ohne Sie. Ja, also die Erbsünde ist ganz einfach. Erbsünde ist ganz einfach. Die Welt ist nicht so, wie sie sein sollte. Ja? Das kann jeder erkennen. Wir wünschen uns die Welt eigentlich anders. Sie ist aber nicht so. Woran liegt das? Am lieben Gott? Nein, es liegt an uns. Also insofern gibt es da im Menschen etwas, was ihn immer wieder hindert, eigentlich das zur Entfaltung zu bringen, was da ist. Erbsünde bedeutet aber nicht, dass der Mensch dazu sozusagen schicksalhaft verhaftet ist, sondern er sitzt in einem Schuldzusammenhang. Unsere Generation vor uns, wir haben mitzutragen, was unsere Eltern, Voreltern angerichtet haben. Den Ersten, Zweiten Weltkrieg, da kann man sagen, ist lange vorbei. Wir tragen es aber immer noch. Und das wird immer so weitergehen. Das heißt, wir haben eine Verstrickung, die uns durch die Geschichte hindurch begleitet, aber die nicht wie ein Schicksal über uns liegt, als könnten wir gar nichts machen, als wären wir sozusagen einfach nur blind laufend, ohne dass wir gestalten können. Und dazu hilft uns die Gnade Gottes, so sagen wir katholische und evangelische Christen, oder die Liebe Gottes, könnten wir sagen. Man kann auch übersetzen, Gott liebt uns so sehr, dass er uns hilft, auch in diesem verwirrenden geschichtlichen Zusammenhang das Gute im Auge zu behalten. Also insofern ist die Erbsünde für mich eher tröstlich, denn sonst könnte ich überhaupt nicht verstehen, warum die Welt nicht so ist, wie sie eigentlich sein sollte. Die Dreifaltigkeit ist auch eigentlich einfach. Ich kann mich immer ärgern, wenn die Pfarrer sagen, ja, das ist ja ganz schwierig und so weiter. Das ist ja die Mitte unseres Glaubens. Von Gott, Gott und Welt gehören eigentlich nicht zusammen. Gott ist kein Teil der Welt. Von der Welt her gibt es keinen Zugang zu Gott. Wie sollte das sein? Dann könnten wir ja mit Abracadabra oder irgendwas, könnten wir ihn erreichen. Das ist ja nicht Gott. Wenn wir ihn erreichen können mit unseren Werken, mit unseren Mitteln, sondern er kann uns erreichen. Und er kann uns nur so erreichen, dass wir ihn überhaupt anschauen können, sonst würden wir tot umfallen. Also zeigt er ein menschliches Gesicht in der Geschichte Jesu von Nazareth. Das ist der christliche Glaube. Es ist ein Gott in drei Personen, um uns nahe zu sein. Nicht um die Barmherzigkeit von oben her verteilend sozusagen uns zu gewähren. Ihr seid arm und ich gebe euch was von oben her. Sondern natürlich, der Mensch ist eigentlich nichts vor Gott. Wenn Gott existiert, dann sind wir haben keinen Anspruch auf das Leben. Keiner von uns hat Anspruch auf das Leben. Es ist ein reines Geschenk. Wir sind nichts, aber Gott sagt nicht, du nichts, sondern ich werde nichts für dich. Ich werde nichts. Ich werde dement für dich, ich sterbe für dich, ich leide für dich, ich freue mich mit dir. Das ist der Gedanke der Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth. Ist doch wunderbar. Und in der Kraft des Geistes werden wir aufgerufen, dass wir, wie es Herr Kauder schon gesagt hat, schön protestantisch in der Luther-Übersetzung, ne, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also wir können Gott nicht finden, wenn wir uns nicht diesem menschlichen Gesicht Jesu anvertrauen. Dann wissen wir, wie Gott verstanden wissen werden, wie er sich selber versteht. Also ich finde, das ist wunderbar. Also das hört sich vielleicht kompliziert an, Dreifaltigkeit, aber es ist doch im Grunde die Einladung, Gott ist uns wirklich nahe gekommen. Er ist kein ferner Gott, er ist ein naher Gott. Das ist christlicher Glaube und das ist schön, finde ich. Danke. Sie bringen ihn uns näher. Herr Kardinal, vielen Dank, dass Sie uns den nahen Gott noch näher bringen. Es war die Frage des Vertreters der rumänischen Arbeitnehmer, wenn ich das richtig verstanden habe, der sich die Übertragung wünscht, insbesondere Richtung Osteuropa. Aber das können wir ja auch global nehmen vielleicht. Das Kapital von Marx, von diesem Marx, ist ins Rumänische übersetzt. Sie können es erstehen. Und ins Ungarische und ins Polnische und ins Russische. Wenn Sie das gelesen haben,
ist schon genug. Das ist das. War das jetzt Eigenwerbung für Ihre eigene Schrift? Habe ich richtig? Englisch leider noch nicht. Ah ja, okay, Englisch noch nicht. Jod. Zum Abschluss würde ich gerne noch eine Dame zu Wort kommen lassen. Frauen können kurz. Anke Klaus, Sozialdienstkatholischer Frauenbundesvorsitzende. Ich hätte nur eine Anmerkung. Herr Kardinal Marx, Sie hatten in Ihren Gegenüberstellungen, hatten Sie einmal Inklusion versus Exklusion. Danach, der Satz fing aber an mit Integration der Armen. Und da möchte ich doch ganz stark darauf hinweisen, das sind doch in meinen Augen sehr unterschiedliche Begriffe. Integration meint was anderes. Und das geht gerade auch auf die Flüchtlinge bezogen, wäre ich da sehr dankbar, wenn wir die Begriffe klar haben könnten. Vielen Dank. Ja, da haben Sie recht. Das ist mir, dass man unterscheiden muss, obwohl es auch in gewisser Weise zusammenhängt. Aber ich hatte das bei dem zweiten Punkt dann nochmal hier, bei der Teilhabe. Da habe ich dann stärker über das Integration, da passt es dann eher hin. Aber in der Ausrichtung, die eben Rerum Novarum hatte, zu sagen, die Arbeiterschaft soll wirklich ja, in dem Sinne Teil der Gesellschaft sein, soll einbeschlossen sein, gibt es eine gewisse Analogie zu dem Gedanken, auch Menschen, die jetzt nicht dazugehören, müssen per se dabei sein. Aber man muss vielleicht die Begriffe jetzt auch gerade, Sie werden ja auch kritisch das Integrationsgesetz begleiten, dann können die Verbände ja auch entsprechend Stellungnahmen machen. Aber danke für den Hinweis, ja. Vielen Dank. Wir haben gesehen, Frauen können kurz, Kardinäle auch. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, hier auf dem Podium ganz, ganz herzlich und Ihnen besonders, meine Damen und Herren, fürs aktive Zuhören. Ich bin gespannt, wie die Gedanken nachhallen bei dem Herrn, der die schöne Aufgabe hat, Sie zu einem Schlusswort zusammenzufassen, beim stellvertretenden Vorsitzenden, nämlich der Arbeitnehmergruppe der CDU-CSU-Fraktion, der in Personalunion auch noch Vizepräsident ist der Europäischen Union der christlich-demokratischen Arbeitnehmer. Das letzte Wort haben Sie, Rainer Mayer. Eminenz, Herr Staatssekretär, lieber Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe, meine sehr verehrten Gäste, sehr verehrte Damen und Herren. Der heutige Kongress hat gezeigt, 125 Jahre Rerum Novarum sind ein guter Anlass für eine Bestandsaufnahme. Welche Impulse gehen von unserem christlichen Wertefundament für wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Fragestellungen aus? Wir haben dazu heute eine interessante Diskussion über alte, ebenso über topaktuelle Fragestellungen erlebt. Und das zeigt für mich zweierlei. Erstens, die Diskussion über die Rolle des Menschen in Wirtschaft und Gesellschaft ist ein ständiger Prozess, der alleine aufgrund der fortschreitenden technischen Entwicklung immer wieder neue Fragen aufwirft und aufwerfen wird. Zweitens, wir brauchen einen Wertekompass, um der Verantwortung für den gesetzlichen Rahmen einer Gesellschaftsordnung gerecht zu werden. Und ebenso wie zur Zeit Papst Leo XIII. Der aufkommenden Industrialisierung in der Revolution heute, würde man wohl Arbeit 104 sagen, stehen auch wir vor einem ganz fundamentalen Wandel der Arbeitswelt. Mit modernen Kommunikationsmitteln spielt der Arbeitsort eine immer kleinere Rolle. Und Gleiches gilt auch für die Arbeitszeit. Und damit können viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schon heute flexibel Beruf und Privatleben vereinbaren. Aber die Entwicklung hat auch ihre Schattenseiten. Sie kann den Menschen unter Druck setzen, ständig verfügbar zu sein. Sie verändern die Anforderungen an zahlreiche Berufsbilder. Und wir dürfen annehmen, dass sie dazu beitragen wird, dass manche Berufe völlig verschwinden. Das alles bleibt nicht ohne Folgen für die Gesellschaft, wenn wir für die einen alle Türen offen stehen und während sich für andere immer weniger die Möglichkeit bietet, in Türen zu gehen.
Damals wie heute stehen wir vor großen Umbruch in der Arbeitswelt. Papst Leo XIII. Hat seinerzeit das Menschliche in einer technisierten, industrialisierten Welt betont. Das hat auch heute uneingeschränkt seine Gültigkeit. Wir müssen uns vor einer Haltung hüten, die den Menschen zum bloßen Objekt degradiert, zu einem Produktions- oder Kostenfaktor. Und hier bleibt die christliche Soziallehre auch in Zukunft ein verlässlicher und moralischer Kompass. Wenn das Engagement für das Gemeinwohl immer weiter zugunsten eines ungesunden Individuums zurückgeht, ist der Dreiklang aus Personalität, Solidarität und Subsidiarität heute vielleicht aktueller denn je. Vielen Dank.